Schönen guten Abend. Es ist heute Samstag. Samstag. Samstag ist heute, ne? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Die 101. Folge Max Norman. Das ist quasi Staffel 2. Was sich aber nur darin auswirkt, dass wir auf YouTube eine neue Playlist starten. Weil ich nicht über, was sonst unübersichtlich ist, glaube ich, wenn man mehr als 100 Folgen in einer Playlist hat. Deswegen starte ich jetzt Max Norman, 101. Folge, Season 2. Was auch immer das bedeutet. Das heißt nur, dass wir jetzt schon über 100 Folgen schon im GTA-RP sind, seit Februar. Jetzt ist der 7. August. Und ja, dass andere Leute haben mehr RP gespielt, ist klar. Aber auch schon ganz schön viel. Stunden. Ich habe das mal auf Twitch, kann man ja auch die einzelnen Videos. Ich erstelle zu jedem Video quasi ein Highlight und da kann man das zu einer Sammlung hinzufügen und da wird dann die Stundenanzahl angezeigt. Ich habe es jetzt leider nicht gemerkt, ich könnte gleich nachschauen, wie viele Stunden ich jetzt wirklich schon im GTA RP verbracht habe. Also jetzt abzüglich der Server-Disconnect-Phasen und so weiter. Das ist halt eigentlich die Streamzeit, wenn man so will. So, warte mal ganz kurz. Sehe da nichts. Dann kann ich nachschauen. Twitch, Live Dashboard, Inhaltssammlungen, Max Norman. Das ist jetzt aber nur bis, es sind nur 89 Videos, weil ein paar Videos waren nur Aufzeichnungen, die habe ich nicht gestreamt, das waren nur kurze. Also ganze, so Kleinigkeiten in Wirklichkeit. Aber trotzdem 304 Stunden, 3 Minuten, 17 Sekunden sind auf Twitch als Highlight jetzt mal in der Sammlung hinzugefügt. Also über 304 Stunden Max Norman. Ja. Jedenfalls seit Mai oder so haben wir ausgespielt, dass wir sportlich sind. Das ist gut. Das werden wir auch so beibehalten. Dementsprechend können wir unsere Oberarme auch herzeigen. Und jetzt schauen die auch so aus, wie sie hier im Modell ausschauen. Auch wenn Max Norman schon 66 ist. 66, aber fit. Ja. Ja, und heute? Heute werden wir wahrscheinlich nicht viel Bus fahren. Wahrscheinlich überhaupt nicht, weil wir müssen uns jetzt mal um Administratives kümmern. Ich möchte mein Fahrrad endlich abholen. Und, warte mal, ich muss da die Regler. Das funktioniert und Spielersound. Spielersound. Ja, mal auf. Okay. Schauen, dass wir das nicht zu leise gestellt haben. Und ich hoffe, die Klimaanlage stört nicht allzu sehr. Ich habe jetzt wieder das Mikrofon ein bisschen leiser gestellt, dadurch sollte man die Klimaanlage auch ein bisschen leiser hören. Und ich bin näher zum Mikrofon. Ich hoffe, das passt. Manchmal war was störend, ich habe dasselbe gehört im Stream. Aber ja, ich hoffe, es passt. Gut, dann Essen und Trinken haben wir eingesteckt, dann können wir schon mal... gehen wir mal raus und machen wir draußen die Telefonate. Wir müssen zuerst mal das Bikehaus anrufen. Da haben wir gestern schon angerufen und gefragt, ob da heute nicht, ob da gestern nicht schon zum Abholen das Fahrrad zum Abholen bereit wäre. Und da haben wir gesagt, naja, das Fahrrad ist zwar da, aber der Schlüssel ist nicht da. Die haben vergessen, dass sie den Schlüssel irgendwo ablegen. Das hat ein Kollege eingesteckt, der jetzt zufällig gestern nicht da war. Ich weiß nicht, haben die kein Ablagesystem innerhalb des Bikehauses? Muss ein Kollege alle Schlüssel, die da von Fahrrädern, die zur Reparatur abgegeben werden, muss der das einstecken haben. Das wäre ein bisschen aufwendig, wir haben ja nur 6 Plätze. Schlecht organisiert, würde ich mal sagen. Hört sich zumindest so an, auch wenn ich es nicht wirklich beurteilen kann. Aber ich glaube, das geht besser, ne? Dann rufen wir mal an. Im Bikehaus und schauen. Naja, sind die abgelehnt. Wahrscheinlich entweder im Gespräch oder wieder mal nicht da. Ja, dann kann man nur hoffen, dass wir einen Rückruf bekommen. Wie gestern. Aber da hat es zumindest geläutet. Das heißt, entweder die Leitstelle ist gar nicht besetzt, quasi von denen. Oder, ja, die telefonieren gerade. So, wir stellen mal auf Joggen. Jetzt können wir sich halt aussuchen. Ob wir jetzt warten. Körperhaltung, Laufstil, Joggen. Schaut es aus mit Busfahren? Ach, da kommt erst um 20 nach der Bus her, ne? Damit wir mit dem Bus Richtung ACLS fahren können. Weil von dort müssen wir das Auto holen und da probieren wir es mal beim Auto. Wo ist denn jetzt Joggen? Hä? Oder? Nummer 17, muss ich mir irgendwann merken.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir es mal beim ACS, ne? Wenn sich das Bikehaus nicht meldet und anscheinend hier. Ja. Oh, hallo Pop White. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, heute wahrscheinlich weniger Bus fahren. Weil wir müssen uns darum kümmern, dass wir unsere Fahrzeuge wieder bekommen. Das Fahrrad. Und das Auto. Das Bikehaus hebt schon mal nicht ab. Das ist schon mal super. Also mit dem Bus fahren. Feierabend. Also bist du heute gefahren quasi? Ausbildung. Könnte ich gleich nachschauen, ne? Haben wir da Bestellungen? Schichtplan. Wer fährt denn überhaupt? Fährt überhaupt wer jetzt? Oh, das ist eh. Da fahren eh genug. Da brauche ich heute eh nicht reinkommen. Obwohl. Da ist jetzt ab 19 Uhr. Wäre jetzt eigentlich jemand in Ausbildung, der gerne fahren würde? Das war Joe Brownings. Kenne ich nicht. Ich sollte mal die ganzen Nummern wieder abspeichern. Nein, speichern. Naja, der wird wahrscheinlich jetzt nur Dienstanweisungen lesen können, so wie es ausschaut, ne? Na hier, Mitfahrt 16. CT1 Ausbildung 12. Was? Achso. Ein Auszubildender. Nein, der hat die Ausbildung gemacht hier, indem er gefahren ist. Die Nummer 12, das war James Anderson. Ich glaube, das ist der Dunkelhäutige, den wir letztens gesehen haben. Und 16 ist mitgefahren. Das ist hier Bob Walton. Das ist wahrscheinlich Bob White. Das weiß ich nicht, ob ich das vergessen habe. Stadtpark. Achso, kann sein, ja. Im Stadtpark bin ich Richtung Bikehaus gelaufen, nämlich noch. Am Abend nach Feierabend. Weil ich gehofft habe, hatte, dass ich mein Fahrrad abholen kann. Also bin ich zumindest beim Stadtpark vorbeigelaufen. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ah ja, genau, okay. Achso, nicht im Bus, sondern genau. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Bus... Oh, meine Katze, die läuft, dass ein Bus gekommen ist. Aber das war ein normales Auto dann, ne? Das war dann ich wahrscheinlich, ja. Das stimmt, ja, aber ich habe mich bedankt für stehen bleiben. Oh, hallo, Tilo. Ach, hier, vielen Dank fürs Reinschauen. Ja... Ja genau, ein kleiner roter Flitzer. Ja, kann mich erinnern, ja. Ja, heute weniger Bus fahren wahrscheinlich. Wird sich wahrscheinlich heute nicht ausgehen, weil ich meine Fahrzeuge gerne abholen würde, die in der Werkstatt stehen. Mein Auto, das seit einer Woche steht, und das Fahrrad, das glaube ich seit zwei Wochen in der Reparatur ist, das ich mal neu gekauft habe beim Bikehaus in der Southside. Das war glaube ich ein Fehler, weil da haben wir es quasi schon kaputt gekauft. Jetzt haben wir es reparieren lassen und jetzt meldet sich wiederum keiner, dass wir es abholen können. Ja. Und interessant, ne? Gestern war, wollte ich das Fahrrad abholen. Dann sagt er so, da müssen wir schauen, ne? Ich habe schon Bescheid bekommen, dass wir es abholen können. Letzten Sonntag. Dann rufe ich gestern an. Wie schaut's aus? Kann ich das Fahrrad abholen? Ja, der Kollege ist offenbar mit dem Schlüssel. Der hat den Schlüssel eingesteckt und ist weg. Also ist nicht da heute. Haben die kein Ablagesystem im Bikehaus? Da muss jemand die Schlüssel, wenn Fahrräder zur Reparatur kommen, offenbar hat da ein Mitarbeiter immer die Schlüssel einstecken oder weiß nicht, wie man sich das denn vorstellen kann. Naja, da rufe ich mal beim ACLS an, weil das Bikehaus ist offenbar nicht da. Das müsste hier, da muss ich nachschauen. Ja, es ist gut, wenn das macht es dir Spaß auch schon, obwohl du erst in Ausbildung bist. Hier, Scheuer Wolf kennst du ja wahrscheinlich schon, ne? Unser Geschäftsführer Tilo. Bob White ist hier Bob Walton, den ich IC als Fahrgast nur kenne, aber noch nicht weiß, wer ist oder dass er eingestellt ist. So, ACLS. ACLS. Ah ja. Genau, ja. Genau, Tilo streamt auch sehr, sehr oft oder fast immer eigentlich, kann man sagen, wenn er live ist. Oder wenn er im IC ist. So, was wollte ich denn da jetzt eingeben? Werkstatt, ACLS, genau. Aber das ist wiederum falsch. Registrierter Benutzer, da sehen wir die Nummern 777777. Die haben, sind auch nicht da. Heute ist Samstagabend. Keiner von diesen Werkstätten ist da. Und gestern haben uns die gesagt, ne? Also zumindest beim Bikehaus
haben die gesagt, ja, der Kollege ist sicher ab 16 Uhr bis in den späten Abend, bis in die späte Nacht da. Bis 19.06 Uhr und keiner ist da. Naja, also können wir heute wahrscheinlich wieder nicht das Fahrrad abholen. Und dann gehen wir wahrscheinlich doch Bus fahren. Dann werden wir das Bikehaus wohl nicht weiterempfehlen können. Obwohl das eh schon ziemlich verschrien sein dürfte. Alleine deswegen, weil es in der Southside ist. Aber das beim Kaufen war es eigentlich super. Warte, jetzt meldet sich jemand. Max Schnarmen. Hallo, Arcelis hier, Sie haben angerufen. Ah ja, danke für den Rückruf. Und zwar, ich hatte vor einer Woche circa, ich glaube das muss am Sonntag gewesen sein, ein Auto abgeschleppt, das ist ein roter Dilettante. Und quasi ja, zur Reparatur geben lassen. Und jetzt wollte ich fragen, ob der schon zum Abholen bereit wäre wieder. Wann war das? Ich glaube am Sonntag. Ja. Samstag oder Sonntag? Okay, warten Sie, da muss ich mal eben schnell reinschauen. Ziemlich sicher am Sonntag. Ja, Nee, der Dilettante, ja. Genau. Wie war Ihr Name? Max Norman. Norman, ich hab's da, hab ich's. So. Ja, dürfen Sie gerne abholen. Ah ja, was macht das denn aus? Das sind 605 Dollar. Ah ja, okay. Kann man bei Ihnen mit Karte zahlen oder muss ich vorher abheben gehen? Vorab, aber Sie können bei uns direkt, da ist ein Automat bei uns, ne? Ach so. Also können Sie sich direkt bei uns abheben, brauchen Sie jetzt nicht mehr so viel Geld rumlaufen, ne? Können Sie vorab. Ja, eben, ja, okay, ja, alles klar. Ich bin in circa, also, ich würde schätzen, in 10 bis 15 Minuten da, weil ich laufe. Ja. Gerne, wir sind hier. Alles klar, super, danke schön, bis gleich. Bis dann, ciao. Wieder. Ja. So, das ist gerade blöd, um mit dem Bus hinzufahren, ne? Von da aus jetzt gesehen, Wynwood West. Jetzt müssen wir laufen, aber wie komme ich denn jetzt zum ACLS von hier? Oh, da sind neue Sachen eingezeichnet, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist denn das? City Hall. Ah, hä? Das ist aber nicht die Baustelle, die da war beim DOL. Jetzt gibt es eine City Hall. Ich habe irgendwas mal gelesen, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Und da ist ein neues Medical Center, Mount Zona. Da ist das Mission Row PD jetzt eingezeichnet. Und hier ein neues Bekleidungsset, das ist das Aphrodonis. Noch was Interessantes da, Feuer. Ah, das ist die Feuerwehr. Da ist der ACLS. So, für den ACLS müssen wir jetzt einmal geradeaus da durch. Daher am besten. Das ist hier eh beim... Das Little Soul? Nee. Das ist immer schwierig, sich zu orientieren, wenn die Karte nicht eingeblendet ist. Das ist jetzt wieder lustig. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So. Dann kann ich gleich schauen, wo ich Verbandszeug herbekomme. Ja, das stimmt. Das gibt es wohl auf überhaupt keinen Server. Also zumindest, ich meine, ich bin jetzt nicht sehr aktiv unterwegs auf anderen Servern, auf Twitch oder so. Aber ich habe damals, wie ich eben auch auf LuckyV oder mich beworben habe, habe ich mir schon ein paar andere Server angeschaut, wie die das so machen. Oder was es da so gibt. Also auf Twitch. Und da hätte ich das überhaupt nicht gesehen, dass es sowas gibt. Es gibt einen österreichischen Server. Das ist aber auch kein Hardcore-RP-Server, glaube ich. Ich glaube, da gibt es... Ich weiß nicht, ob es da wirklich so ein Bussystem gibt. Die sprechen da halt teilweise auf Wienerisch. Das ist sehr cringig, mir das, mir als Wiener quasi das anzuschauen. Aber ich weiß, die sind halt... Die haben damals die zumindest die Einreisenden auch mit dem Bus abgeholt. Aber das dürfte ein Event-Charakter gewesen sein, der quasi so Fremdenführer gespielt hat. Da habe ich zumindest mal gesehen, dass die auch Busse verwenden. Aber es war sicherlich kein Busunternehmen, so wie wir das haben. Es wäre schon interessant, wenn das andere Server auch machen würden. Wie die das machen würden, wo dann die Unterschiede wären und so. Das wäre interessant zum Anschauen, aber ich glaube, das wird es nicht geben. Was es auf jedem Server gibt, ist PD anscheinend. PD, MD, FD, das gibt es überall. Aber wahrscheinlich viele Server, die dann keine Hardcore-Server sind, verschenken quasi auch Autos. Oder zumindest wird man da wahrscheinlich leichter an ein Auto rankommen und schneller als da bei uns.
Kann ich mir vorstellen. Ach, gibt's auch? Ach, das wäre interessant zum Anschauen, ne? Ist das dann auch ein Hardcore-Server? Weiß ich gar nicht, ob es viele Hardcore-Server gibt. Das Einzige, was ich auf Twitch öfters gesehen habe, die komischerweise aber viele Zuschauer haben, ist eben so ein Nicht-Hardcore-Server, wo die halt Verfolgungsjagden dann machen über, wenn der quasi einen Hügel rauffahrt, der Schotter mit, ja, ein Hügel halt, ein Offroad-Hügel quasi, also der fährt einfach mit einem Sportwagen so über den Hügel drüber, über die Kurve quasi, wie wenn da nichts wäre. Im Real Life wäre dann natürlich Schrott. Aber, oder Verfolgungsjagden quasi, wo der das Fahrzeug sich dann dreimal überschlägt, aber die Verfolgungsjagd geht weiter. So was habe ich dann oft gesehen und die haben komischerweise viele Zuschauer. Anscheinend gibt es da viele Leute, die sich für das eher interessieren. Ja. Ja, und das habe ich auch oft gesehen, dass die sogar auf vielen Servern laufen, die sogar, also nicht so wie ich jetzt laufe, sondern die sprinten. Das ist normale Fortbewegungsgeschwindigkeit dann quasi. Aber gut, soll jeder so spielen, wie es ihm Spaß macht, natürlich, ne? So, bin ich jetzt noch richtig, wenn ich zum ACLS will? So, halbwegs. Wir müssten da... Können wir da schon links rein, hier. Hätte ich über den Highway laufen können, dann würde ich aber auch nicht zum ACLS kommen. Müsste ich zum Flughafen laufen, von dort wüsste ich, wie ich zum ACLS komme. 650 Dollar, ne, für Rotation Bug. Aber dafür sind wir auch zum ersten Mal mit dem Fahrzeug in der Werkstatt gewesen. Schade, dass die U-Bahn hier nicht funktioniert. Bin ich gestern schon ein bisschen auf der Haltestelle gestanden, bei der Tankstelle. Warte mal, wo muss ich jetzt wieder hin? Achso, die Straße kann ich entlang laufen. Das ist aber schon weit, ne? Nein, die... Blödsinn, ich müsste da eigentlich, auf dieser Straße hier. Orientierung, ne? Ja, das stimmt dann, ja. Was ist denn da für ein Verkehr? Achso, da ist das Bekleidungsgeschäft, ne? Da ist ja das Diamond Cars. Aber so diamondig schauen die gar nicht aus, diese Cars. Das schaut eher aus wie so Japan-Tuning aus den 90ern. Das schaut eher nach exklusiveren Autos dann aus. So, ich muss da auf diese Straße. Dann kann ich direkt geradeaus laufen normalerweise. Na, einfaches Action-RP. Ja, wahrscheinlich ist das mal der Zugang für viele Leute zum RP. Mich hat das ja von Haus aus nicht interessiert. Mich hat diese Professionalität, die ich dann in Streams gesehen habe, interessiert. Hauptsächlich habe ich es dann eben bei PD-Streamern gesehen. Aber da hat man gesehen, wie professionell das eben aufgebaut ist mit Besprechungen und so weiter, ne? Das wird es halt auf anderen Servern wahrscheinlich nicht geben, aber da kann ich mir auch gar nicht vorstellen, was man da dann macht eigentlich. Großartig. Wahrscheinlich viel Crime und Leute niederschießen und so weiter. Ja, mehr oder weniger an Verkehrsregeln halten, ja. Grundsätzlich ja. Wahrscheinlich ist es noch das Beste, was es gibt. Aber, also die Millionenstadt wird auch nicht immer ausgespielt, ne? Wenn die da mit 100 Meilen durch die Stadt rasen um 16 Uhr irgendwas oder hier um 19 Uhr irgendwas. Oder durch die Kurven driften, aus der Ausfahrt rausdriften, über alle Spuren, die es da gibt. Das ist halt auch nicht unbedingt jetzt realistisch, ne? Wenn man jetzt annehmen würde, dass da viel Verkehr wäre,
wie es halt im GTA dann im Singleplayer wäre. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass es das so eh auf keinem anderen Server oder wenig anderen Servern geben wird. Ja. 900 Stunden OMSI 2. Ich habe OMSI ja mal probiert, wie ich mich da beworben habe und versucht ein bisschen zu spielen, aber ich komme da nicht rein. Mir fehlt aber auch dann die Zeit, dass ich mich intensiver damit beschäftige. Das ist auch schon so alt, das Spiel. Und Max muss hier was essen, bevor er verhungert. Oder umkippt. Ich habe so ein Wien Add-on. Das ist aber das Wien von 1900... vor 2000 auf jeden Fall simuliert, 1997 oder so. Also eine Strecke, eine bekanntere. Aber da, ja, das habe ich halt auch mit der Tastatur gespielt. Ich wollte schauen, wie die Unterschiede sind zwischen dem Busfahren in GTA und dem Busfahren in OMSI. Aber das funktioniert, glaube ich, auf der Tastatur nicht so gut. Oder mit der Tastatur funktioniert, glaube ich, OMSI nicht so gut. Bin da nicht wirklich warm geworden damit. Ist natürlich viel komplexer, ne? So, laufen, joggen. Warum bleibt er nicht stehen immer? Naja. Ich glaube, echte Leute befördern, das gibt's. Das kann man wahrscheinlich nur hier machen im ERP. Ja, das Straßenbahnspiel, das habe ich gesehen schon mal. Das ist, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist relativ neu oder voriges Jahr, glaube ich, rausgekommen. Das habe ich schon mal gesehen. Das schaut ziemlich realistisch aus. Ich weiß nicht, ob es sich auch dann realistisch fährt. Aber das schaut wirklich gut aus, ja. Naja, da ist dann wirklich nur eine Linie offenbar. Wobei mittlerweile die Einserlinie, ich hoffe, die haben das umgesetzt. Weil früher war die Einserlinie, es gibt ja in Wien einen Ring. Na, das ist einmal der erste Bezirk quasi, die innere Stadt. Ist quasi mit einem Straßenring, der eine Einbahn ist, umrundet. Die Ringstraße. Die Wiener Ringstraße. Und auf dieser Ringstraße fährt auch durchgehend in beiden Fahrtrichtungen die Straßenbahn. Und früher war es so, dass die Linie 1 und die Linie 2 nur auf diesen Ring gefahren sind. Nämlich die Linie 1, eine davon im Uhrzeigersinn, eine davon gegen den Uhrzeigersinn. Das war die Linie 1 und 2. Also ursprünglich wäre das nur Innenstadt gewesen im Kreisfahren. Aber das haben sie vor 10, 15 Jahren haben sie das geändert in Wien. Jetzt fährt die Linie 1 eine ziemliche Route durch die Stadt. Kommt zwar auch dort vorbei in der Innenstadt, teilweise auf der alten Strecke, aber fährt dann viel weiter raus, dann zweiter Bezirk, Prater und so weiter. Und auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, wo die hinfahrt. Dann glaube ich über den 5. Bezirk dann Richtung Karlsplatz und da irgendwo noch in die äußere Innenstadt sozusagen. Ja, jetzt kenne ich mich schon langsam aus. Dann müsste ich mir auch mal anschauen. Ich habe früher auch so Train Simulator und so weiter gespielt. Damals auch den ersten Train Simulator 2001. Also Microsoft Train Simulator. Und da gab es auch für Österreich einige Züge und Strecken zum Kaufen. Steiermark und so, Wiener Neustadt und Mürzzuschlag, glaube ich. Und dann habe ich auch dieses, was es auf Steam gibt, was sich immer automatisch erweitert. Auch, weiß nicht, ob das auch Train Simulator heißt. Mir ein bisschen angeschaut, aber ja, eher wenig dann damit beschäftigt, vergleichsweise. Oh, auch ein Läufer schon. Da machen mehrere Leute Sport, da bin ich nicht der Einzige. Kann ich auch kein Fahrrad bekommen. Oder in der Werkstatt. Nicht zurückbekommen von der Werkstatt. So, wir müssen darüber. 23a. Das ist, glaube ich, die Kagran-Linie, ja. Das ist die. Bilde mir ein, das ist die, die ich auch habe, ne? Wien-Add-on. Da gab es ja wieder zwei Wien-Add-ons hintereinander. Na, zumindest ist das auf Steam. Ich habe, glaube ich, die erste Version. Ich glaube, das war der 23a, der dann in Kagran fährt.
Das ist ziemlich im Norden von Wien, 22. Bezirk. Und da fährt dann quasi bis zum Stadtrand, zum nördlichsten Stadtrand rauf. Und das eben mit so einem alten Wiener Bus aus den 80er Jahren. Aber die Strecke von Ende der 90er. Aber das, dadurch, dass es so ein alter Bus ist, ist der auch schwierig zum Fahren. Auch mit der Tastatur dann nämlich. Dann habe ich, das habe ich ausprobiert, das wollte ich jetzt eben parallel, wo ich mich als Busfahrer beworben habe, zum Üben ein bisschen. Aber ist dann eh nicht notwendig gewesen. Vor allem bringt es eh nichts, weil die Busse hier sind viel länger als, also die City-Busse zumindest, sind viel länger als die, als den, den man in Wien fahren kann. Es gibt zwar auch Gelenkbusse. Aber die Straßen da sind dann nochmal viel breiter als bei uns. Also ist es eh viel einfacher da zum Fahren als in Wien. So, da muss ich dann auch nochmal her. Schon Fahrschule. Ich weiß gar nicht, ob die offen haben heute. Aber da können wir gleich mit dem Auto herfahren. Naja. Was, viermal Nachtschicht? Was, IC oder OC? Das ist halt immer das Problem, wenn man dann am Abend fährt, IC mit dem Bus und dann schon müde ist. Das ist halt immer schwierig. Wenn man eigentlich bei so einer Tätigkeit ausgeschlafen sein sollte und hohe Konzentration haben sollte. Ich spiele halt auch meistens am Abend und dann hat man meistens keine Konzentration mehr, nachdem ich schon arbeiten war, nachdem ich gelernt habe für die Uni. Fahre ich dann meistens noch mit dem Bus. Auch interessant, wenn man da mal sich die Landschaft anschaut. Ich meine, ist jetzt nicht die schönste Landschaft, aber ich frage mich, wo man da runterkommt irgendwie. Offiziell zumindest. Warum gibt es da zwei Einfahrten? Das sind ja... Da geht es ja zum Yachthafen, vom Meer quasi zum Yachthafen. Und eine Schleuse führt direkt zum Yachthafen, aber wo führt das dahin? Wahrscheinlich weiter den Kanal entlang. Ah ja, okay. OC. Ja. Das ist dann schon nicht so einfach, wenn man Nachtschichten hat. Also von der... Ja, wenn man dann müde ist. Wenn man so, so unterschiedlich Schichtarbeit quasi hat. Das ist dann wahrscheinlich auch anstrengend, wenn man sich dann nochmal zum Busfahren hinsetzt. Eben von der Konzentration her. Du bist der Pfleger, glaube ich, hast du gesagt, ne? Oder so in der Richtung. Mit Krankenhauspfleger. Wenn ich das noch so in Erinnerung habe. Was kommt dann noch dazu, dass das ja nochmal ein anstrengender Beruf ist? Naja, Altenpfleger-Fachhelfer. Ja, das ist sicher anstrengend. Da könnte ich mir gar nicht vorstellen, so einen Beruf zu machen, weil das doch ein bisschen, ja, anstrengend ist. Aber gut, wenn man da, das ist nur das, was man sich vorstellt, wenn man es dann macht, dann ist das dann immer noch was anderes wahrscheinlich. Oder wenn man die Ausbildung dazu gehabt hat. So, ACLS in Sicht. Ich hoffe, die haben jetzt noch offen. Dann haben wir angerufen, ich habe gesagt, so 10 Minuten, ne? Ah, eh schon 6 nach vor 20 Minuten. Nee. Aber eh gut. Laufen zum ACLS 20 Minuten. Innerhalb einer Busrunde. Hätte ich auf den Bus gewartet,
wären wir später da gewesen. Da hätten wir jetzt erst um halb zusteigen können. Dann wäre hier um 9:39 Abfahrt gewesen. Ne? Ja, das denke ich auch. Ne? Vor allem kann man das ja IC so kommunizieren. Da gibt es ja zum Glück Möglichkeiten. So, kann man da reingehen einfach? Sind wir das schon richtig? Wieder einfach so rein, ne? Ich hoffe, da explodiert keine Tankstelle, wenn wir da vorbeigehen. Da kann man tanken sogar. Wo ist mein Dilettante? Wo gibt es überhaupt einen Ansprechpartner? Müssen wir das anrufen nochmal? Schöne Autos haben die da. So, ich will jetzt nicht zu weit ins Gelände gehen. Kann man da reingehen oder kommt da wer raus? Ruf mal an. Ich geh mir zur Seite, nicht, dass die da mit ihren Fahrzeugen da rauskommen. Ah. Ah. Wieder abgelehnt. Mal vom Rückruf warten. Ich war noch nie da. Keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Pfister Design. Pfister ist auch so eine Fahrzeugmarke, glaube ich. Pegassi. Nicht zu verwechseln mit Pfizer oder Pfizer. Oder mit Zipfer. Zipfer ist bei uns ein Bier. Ja. Ich weiß nicht, ob man da reingehen kann. Darf. Soll. Können tut man nicht. Muss ich warten. Ich weiß auch gar nicht, wo mein Auto steht. Anscheinend nicht auf dem Gelände hier. Ich hoffe, die haben das da hergestellt, nicht oben in Mangold und Söhne. Sonst brauche ich doch ein Taxi. Ja, unregelmäßiger Schlafrhythmus, das kommt doch schon, glaube ich, sehr nahe, ne? Zur Realität. Der Schichtarbeit nehme ich an. Ja. Also die haben das auch interessant, ne? Die haben da Leitstelle offenbar. Da ruft man halt mal an, dann ist besetzt, weil die ja offenbar nicht aktiv ist. Und irgendwann rufen die zurück. Warum machen wir das nicht auch so? Im Busunternehmen. Aber das machen die so und das Bikehaus macht das auch so. Das Bikehaus ist überhaupt super. Die schreiben drauf, Montag bis Sonntag 13 bis 24 Uhr haben die offen, ne? Jeden Tag. Und ruft man an um 22 Uhr, keiner da. Ex-Namen. Hallo, Azeles hier, Sie haben angerufen. Ah, hallo, ja genau, ich stehe jetzt auf Ihrem Gelände und habe jetzt niemanden angetroffen. Aber da vorne geht jetzt jemand. Wir sind alle in der Garage. Achso, okay, ich wäre jetzt da wegen dem Abholen nämlich. Ah, ich sehe sie schon, ne? Ach ja, genau, die Dilettante, ne? Genau, genau. Halt, okay, ich hole die mal mit, ja? Okay, ja. Moment. Okay. Ach, da war noch was wegen dem Geld. Wo wäre da der Bankomat gewesen, haben die gesagt. Da ist irgendwo ein Bankomat. Ich denke, das ist, wenn abgelehnt steht, sind die entweder besetzt oder die Leitstelle ist nicht aktiv. So stelle ich mir das vor. Aber wissen tue ich es tatsächlich auch nicht. Wo haben die jetzt den Bankomat? Ach, da ist der Bankomat. Was? Interessant, dass da auch ein Leichenwagen steht, aber ich nehme an, der ist zur Reparatur, da ist das gar kein Leichenwagen. Getunter Leichenwagen. Damit auch die Leute, die mit getunten Autos auf der Straße sterben, beerdigt werden können. So, also, nein, ich brauche 650, haben wir gesagt. Ja. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht überfallen im Gelände. Auch interessante Farbe von dem Motorrad. So aus wie bei uns diese Mannerschnitten. Ja, ich habe das auch oft, dass man das Klingeln hört. Das ist wahrscheinlich, wenn die Leitstelle aktiv haben, nehme ich an. Und einfach nicht da sind. Und ich weiß nicht, ob man, wenn man die Leitstelle deaktiviert, ob dann auch abgelehnt steht. Oder nur, wenn besetzt ist. Oder wenn man zum Beispiel auf Venture ist. Dann steht auf jeden Fall abgelehnt. Das hat man, wenn ich jetzt hier anrufe und sie ist in der Leitstelle, dann steht bei mir abgelehnt. Wo ist jetzt mein Dilettante?
Achso, das war wer anders, ne? Sand, dass man bei Marcellus Kapuze braucht. Was arbeitet? Ist der Lackierer vielleicht dann? Aber was arbeitet der dann mit der voll im Sommer quasi mit vollen mit voller Montur dastehen muss? Ja, Mana-Schnitten sind gut, ne? Schaut so aus, das Motorrad, ne? Wenn man sich das Mana. Das bräuchte jetzt nur einen blauen Schriftzug, dann wird's passen, ne? Mana mag man eben. Ich weiß nicht, ob die Schnitten auch so ausschauen, aber das Logo von Mana schaut so aus. Was in der Farbe. Ist das ein Leichenwagen? Schaut schon aus wie ein Leichenwagen. Aber mit. Wie nennt man das da vorne? Ist das ein Motor, der übersteht, oder ist das eine spezielle Kühlung für den Motor? Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, ne? Ich weiß nicht, welche Funktion das hat, aber bei diesen amerikanischen getunten Autos, diese Muscle Cars, da sieht man das öfters. Ah, da ist mein Dilettante. Repariert. Ah ja, sehr schön. Ah ja, sehr schön. So, Sir. Ja, schauen Sie sich mal um, ob alles in Ordnung ist. Ja, ja, optisch schaut er gut aus. Müsste mal einsteigen und schauen wegen dem Licht, weil das Licht rechts vorne ist nicht gegangen, nämlich. Aber ich denke, das haben sie ja repariert, ne? Ja, warten Sie. Also ich habe keinen Schlüssel. Kann ich das jetzt, Ja, genau. Also zur Not können wir es gerne mal eben fertig machen, das ist kein Problem. Achso, ja. Warten Sie. Was hätte ich jetzt gesagt, was für eine Summe hatte ich ihm genannt? 650. 650, ne? Ja, 605. Ah, 605, okay, ja. Ja, warten Sie, ich guck nochmal lieber. Ob ich mich da auch nicht vertan hab. Ja. So. Herr Norman, ne? Max, ja, genau. 605. Ja, ah, okay. 605, ja. Okay. Genau. Dann gebe ich ihm gleich mal den Schlüssel, dann machen wir einen Test. Ja. Weil es in Ordnung ist und dann. Okay. Na, einmal bitte. Haben Sie das Cash dabei, ja, ne? Ja, ja, ich habe jetzt gerade abgehoben. Mhm. Kann ja, okay, ich Ihnen gleich geben. Dann. Ja, sehr gut, dann gebe ich Ihnen auch dann gleich die Schlüssel. 605, ne? So, bitteschön. Ja, super, sieht gut aus, dankeschön. Und einmal den Schlüssel. Ja, dann machen Sie mal bitte den Test. Fahren Sie mal ruhig eine Runde, ob alles in Ordnung ist. Okay, ja. Zur Not wiederkommen, ne? Kommen Sie gerne wieder, wenn irgendwas nicht stimmt, ja? Okay, wenn nicht, dann kann ich gleich wegfahren. Dann können Sie wegfahren, dann wünsche ich schon mal einen schönen Abend, wenn nicht. Und wenn Sie gleich wiederkommen, dann bis gleich. Okay, alles klar, dankeschön, ja. Alles klar. Schönen Abend, wiedersehen. Ciao, ciao. Ah, Licht ergehen. Hupe geht auch. Bus ist auch keiner da. Ah, wie schön der jetzt ausschaut, ne? Das wird nicht lange halten, aber der schaut super aus. Er ist auch voll getankt. Na gut, den habe ich letztens voll getankt und der ist daher geschleppt worden, deswegen werden wir nicht viel Sprit verbraucht haben. Endlich wieder mobil, aber ich brauche. Ah, ich brauche Verbandszeug, ne? Dann gleich mal schauen zur Little Soul Tankstelle. Wie? Und der Elektrodüser. Das $605 für das, dass der Rotation Bug unser Auto quasi zerstört hat. Wir sind nur gestanden die ganze Zeit, weil der Sprit leer war. Das auch ein Bug war. Nächstes Mal schreibe ich dann in Discord, aber einmal spiele ich das schon aus und bezahle mir ruhig das Geld beim ACLS, ist ja kein Problem. So, ganz ungewohnt mit so einem Auto zu fahren, wenn man sonst nur Bus fährt. Von der Perspektive her, man sieht viel weniger, weil es tiefer ist. Im Bus hat man viel mehr Übersicht. So. Was für Bus Repaint? Aha, okay. Interessant. Was in Omsi, ne? Also für Omsi, genau, hast du geschrieben. Wo ist die Little Soul Tankstelle? Was, 3 Stunden meinst du? Wird der Dilettante nur halten? Ich hoffe nicht. Aber ich gebe der Sache einen Tag, nachdem ich mich dann wieder am nächsten Tag einlogge und schaue, wie das Auto ausschaut aufgrund des Rotation Bugs. Wo ist denn jetzt die Little Soul Tankstelle? Bin ich wahnsinnig? Ich habe da überhaupt keine Orientierung.
Was ist er hier? Weiß nicht, wie ich. Ah, da, ne? In Machine, genau. Da ist Little Soul. Ich hatte mal so ein Spiel, da gab es ein Rennspiel. Wie hieß denn das? Ich habe das hinten irgendwo im Regal stehen, nämlich. Da gab es GT Grand irgendwas. Ein realistisches Rennspiel damals, Anfang der 2000er. Mitte der 2000er. Und da gab es dann von diesem Rennspiel auch Mods quasi oder eine andere Version, und da gab es dann auch so Käfer und so weiter runterzuladen. Alles kostenlos, glaube ich. Und nicht Need for Speed, sondern ein sehr realistisches Rennspiel. GTC oder so, nicht Gran Turismo. Ah. Da hinten steht. Warte mal. Das hier. Den ersten Teil und aber auch hier den zweiten Teil, GTR. Ich weiß gar nicht, was das heißt, Grand Touring irgendwas. Aber GTR, das spiegelt ein bisschen, ne? Aber das meine ich. Das hier von Simbin, Ten Tactical Studios und auch von Atari. Dieser GT-Autos da, ne? Grand Touring irgendwas. Aus dem Jahre, der zweite Teil schon. 2006. Der erste war dann 2005. Da gab es dann so kostenlose Mods quasi oder so in der Richtung. Und da kann ich mich erinnern, da gab es auch einen Käfer, glaube ich, auch mit so einem Manner-Design. Also Käfer-Racing, Käfer-Rennen quasi, Käfer-Trophy oder was weiß ich, wie das hieß. Und da konnte man dann auch so Sachen runterladen. Das war auch interessant. Das hat mich jetzt gerade erinnert, weil du gesagt hast, der Manner-Lackierung für den Bus. Er meint es dann auch nicht. Ich dachte nur, das wäre irgendwie, ich könnte da besser werden damals, aber das war dann auch nicht der Fall. Es hat zwar Spaß gemacht, dann die Strecken zu fahren und so weiter. Warum? Ich muss ja gar nicht tanken, komme ich gerade drauf. Ich will ja nur schauen. Wegen Verbandszeug. Bleibt da trotzdem stehen. Aber ja, da gab es nämlich sogar so Cups, also so, auch so wie quasi RP gab es damals. So Internetseiten, wo man sich quasi für Rennen anmelden konnte, wo man dann halt, ja, was man dann halt, dann hat man Ranglisten im Internet veröffentlicht und so weiter, ne. Und da dachte ich mir, ich mache da mal mit, aber ich habe dann nie mitgemacht. Damals habe ich mich noch ein bisschen für Rennen interessiert, aber, und für Autos. Aber das ist dann schnell wieder verflogen. Weil richtiges Rennfahren ist schon anstrengend. Wenn man nicht auf Arcade-mäßig spielt, Need for Speed eben, das sind alles leer. So ist dasselbe Regal. Das ist ein Verkäufer, ne? Da könnte man fragen, ob es hier irgendwo Verbandszeug gibt. Entweder die Regale sind da heute alle leer oder es gibt gar keine. Ja. Also wenn, dann wäre das da vorne, ne? Moment. Hallo. Hi. Moment. Hallo. Okay, ja, immerhin ein bisschen. Das würde ja schon helfen. Ah, Verbandszeug. $45 bis September. Zack, zack, zack. Ja, okay. Pitching. Ja. Wiedersehen. So, da haben wir ein aktuelles Verbandszeug. Ballerspiele haben mich auch damals interessiert, früher. Weil auch zum Beispiel Duke Nukem eines der ersten Spiele war. Nicht eines der ersten Spiele, aber eines der ersten 3D-Spiele, die ich gespielt habe. So, wir haben dann noch eins für Juli haltbar gewesen. Und jetzt haben wir eins bis September. Interessant, dass die 09 hier haben und das ist ohne 0. Naja. Medizinprodukte sind nicht so einheitlich beschriftet, offenbar. So, einsteigen.
Der Bikehaus hat sich nicht gemeldet noch. Das Fahrrad werden wir nicht abholen können. Also kann man keinen Sport machen. So. Warte mal. Wie schaut's denn aus damit Busfahren, wenn wir schon das Fahrrad nicht abholen können? Würde sich das auszahlen jetzt für 2 Runden oder so? Leitstelle ist nicht aktiv. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass nämlich nicht so viele Leute offenbar da sind. Das fährt keiner. Das fährt gar keiner. Es ist alles außer Dienst. Dann würde sich sogar auszahlen, dass man sich für 2 Runden mal eintragen ab 20 Uhr. Ah. 20 Uhr. 20.30 Uhr. Mal 2 Runden Eintragung und dann weiterschauen. Problem ist, dass ich heute ein bisschen früher aufgestanden bin, sodass ich dann am Abend wieder mehr müder bin. Und jetzt kann ich nicht einschätzen, wie lange ich fahre, ohne dass ich einschlafe. Also, zumindest bis die Konzentration nachlässt. Ich weiß nicht, wie das Leute machen, die bis in die Nacht fahren teilweise und Nachtfahrten machen, aber die haben wohl einen anderen Schlafrhythmus, den ich mir nicht angewöhnen kann, weil ich eben von Montag bis Freitag unter der Woche arbeiten muss. Und finde das auch gut so. So. Ja, das kann man mal so lassen. Haben wir sicherheitshalber Frenche. Transit. Was stand das Transit? Oh, Top 5. Da gibt es ein Posting mit Top 5 der meistgesuchtesten Suchbegriffe auf Ranchard. Also offenbar Los Santos Transit dabei. Alle außer Dienst. Ja, dann ist das richtig eingetragen. Schau ich nochmal. Transit. Hm. Tatsächlich ist Transit mit Stand 17.06. gewesen, also vor fast 2 Monaten. Der häufigste Suchbegriff gewesen hier auf Venture. Vor Premium und Afro. Interessant, dass Afro bezieht sich wohl auf Afrodonis, dass die so viel, dass die so beliebt sind und dass so viele Leute da einkaufen gehen. Da sollte man meinen, dass alle mit Anzügen rumlaufen hier auf in Los Santos auf dem Server. Und hier Afrodonis nochmal mit einem anderen Begriff auf Platz 5. Und 640 Platz 4 Venture selber. Hm. Interessant. So, dann fahren wir ins Depot. Jetzt kann ich ja mal meinen Plan nutzen. Zack. So, nächster Halt ZOB. Ich könnte das auch mal im Urlaub vielleicht machen. Wenn ich mal 2 Wochen Urlaub habe, könnte ich das vielleicht 1 oder 2 Mal machen. Nachtfahrten, aber ansonsten geht das einfach nicht. GTA, Driver, Sims. Driver kenne ich auch, aber habe ich nie so wirklich gespielt. Schade eigentlich, das soll ziemlich gut sein. Damals noch auf dem Gamecube, glaube ich. Gamecube? Ich glaube auf dem Gamecube ist das, hatte ich das mal. Ja, haben die da Vorrang? Nein, die haben. Die müssen warten, okay. Ich muss mich da auf die Strecke kurz konzentrieren, der hat Vorrang. Bitteschön. Das war ein Auto, war das, glaube ich, das mich gestern rübergelassen hat. Ja. Ah, da gibt's, ich glaube, die Kate macht das auch. Die Kate macht sich da so einen Spaß mit ihrer erotischen Stimmlage. Kateiser, ne? Die auch sehr oft streamt am Vormittag vor allem. Die Musik kommt ein bisschen lauter drin. Aber Sims kenne ich natürlich auch, das habe ich seit dem ersten Teil gespielt. Spieler parallel auch, ne? Max Norman. Sims Landhausleben ist jetzt rausgekommen, obwohl ich jetzt auch, wollte ich die Woche noch spielen, vielleicht geht es sich dann morgen aus. Jetzt ist das neue Add-on anschauen. Aber Sims habe ich alle Teile auch mir zumindest angeschaut. GTA auch seit dem zweiten Teil. Oh je, jetzt ist das Motorrad weg. Das ist ja interessant. Unser Motorrad, das uns Jack Smith geschenkt hat, ist jetzt bis jetzt immer da gestanden. Jetzt ist es plötzlich weg. Einfach so.
Aber wir haben den Schlüssel, deswegen. Ich hoffe, das hat keiner abgeschleppt. Weil das schon so lange steht, weil wir müssen noch einen Führerschein machen. Das habe ich aufgeschoben, weil ich nicht gewusst habe, ob ich mir einen Termin ausmachen kann. Das schaut aus, wie wenn der jetzt eine Bank überfallen hätte, rechts. Und der so sich so sehr eigenartig bewegt mit einer Umhängetasche. Eine Frau ist das, glaube ich. Naja. So, das heißt, ich muss wahrscheinlich bei der Polizei anrufen und fragen, wo das ist. Oder ist es wieder... Es ist vielleicht so wieder despawned wie... Da muss ich erst in den Support. Da habe ich zwei Sachen im Support zu klären. So. Frau Norman. Es gibt keine Frau Norman. Also nicht die Frau von Max Norman zumindest. Max Norman hat keine Frau. Ich werde das auch nie spielen, weil ich keine Beziehungen mit ihm spielen will. Also kein Beziehungs-AP machen will. Deswegen gibt es keine Frau Norman. Es wäre wahrscheinlich dann besser zu sagen, es gibt eine, die aber nicht da ist. Dann hätte ich wenigstens einen Grund zu sagen. Aber, dass ich, warum ich keine Beziehungen machen würde. Also ein IC-Grund. Aber es hat mich bis jetzt noch keiner gefragt, ob er eine Beziehung haben will mit mir. Also ist das dann eh hinfällig. Ja, weil ich möchte das auch gar nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das machen sollte und interessiert mich auch gar nicht. Ne? Deswegen ist das ein Punkt, den ich mit dem Charakter sicher nicht machen will. Und vor allem, weil es ja auch, ist ja auch meine erste RP-Erfahrung. Und ich glaube schon, dass Beziehungs-RP sehr, sehr hochwertiges High-Level-RP wäre. Das kann ich nicht bieten, weil, ne? Ich bin jetzt kein RP-Profi. Betrunken auch nicht, weil ich weiß nicht, ob diejenigen, die da immer im Stream, sehe ich das oft, dass die betrunken, bekifft sind und alles mögliche. Da frage ich mich dann immer, sind die dann OC auch, trinken die dann mit, damit die das Original spielen können? Ansonsten könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das Spaß macht, das zu spielen, wenn man nicht betrunken ist, dass man einen Betrunkenen spielt. Für mehrere Stunden offenbar oft. Ich verstehe das nie. Aber ja. Kann man vorstellen, dass es den Leuten dann doch Spaß macht, sonst würden sie das nicht machen. So. Zack, zack, zack. Alles angezogen hier. Eingestempelt sind wir jetzt, ja. Pitching. So, jetzt ist die große Frage, 10 Minuten vor der Abfahrt, welchen Bus wir nehmen. Es waren heute doch einige im Dienst, wie wir vorher gesehen haben. Das heißt, es sind einige Busse gefahren. Also. Um 0.11 Uhr. Oh, es ist eine Ankündigung. Achso, ab morgen gilt ja dieser tolle aktualisierte Fahrplan mit, dass man zuerst, nehme ich an, Stadtpark anfahren, glaube ich. Achso, ja, genau. Aber hier die wichtigsten Änderungen. Haltestelle Chamberlain Hills bei Unicars. Beim Eingang, okay. Achso, City 2, okay. Nord 1, Haltestelle Chumash an der Fußgängerbrücke. Okay, ja, das hätten wir jetzt schauen müssen, aber das ist mir gar nicht aufgefallen, wo das war. Das hätten wir gestern schauen müssen. Aber das mit Stadtpark steht komischerweise nicht. Das ist die Frage, ob das umgesetzt wurde. Da sind wir extra diese Testfahrt gefahren. Das lese ich da jetzt nicht raus. Blöd. Aber wahrscheinlich muss ich mir dazu den Fahrplan nochmal anschauen. Da wird es drin stehen. Aber es ist leider kein Link zum Fahrplan. Müssen wir morgen nochmal sicherheitshalber nachfragen, offenbar. Morgen ist eh Besprechung. Aber gilt ja schon ab 8 Uhr in der Früh. Ich werde morgen wahrscheinlich, wenn dann erst, wenn ich überhaupt fahre, dann ab der Dienstbesprechung und ich fällt gerade ein, ich muss mich dann noch an- oder abmelden. So, welchen Bus nehmen wir? Es ist, wenn wir City fahren, dann ist eh der blaue Bus der da am wenigsten
gefahren ist mit dem Viererbus. Die sind alle ziemlich gleichmäßig ausgelastet hier. Die Frage ist halt, was ist jetzt gefahren worden heute schon? Der Fünferbus ist gefahren, der Vierer auch. Okay. Nur 5 und 4er von den Citybussen sind gefahren. Das heißt 3, 2, 1. Da wäre der 1er-Bus der, der am wenigsten gefahren worden ist. Das ist der Kommandobus, ne? Der Todesstern, habe ich gestern gesagt. Weil der immer Thilo in seinem Funkgerät lauscht. Wenn er da ist. Der war immer da, wo wir da waren, aber der rote Bus, welcher ist denn das? Ist das der Dreier? Ja, dann nehme ich den roten Bus einfach, weil es eh egal ist, in Wirklichkeit. Der Dreier ist der mit 31 Runden. Muss ich dann noch rangieren? Brauche eigentlich nur den blauen hier mit dem roten austauschen. So. Einsteigen. Ups. Stell den da mal in die Ecke. Auf der Fahrt jetzt keiner mit seinen eine Runde oder so mit dem Privatauto. Und ich muss halt aufpassen. Und die Geschwindigkeit dementsprechend wählen, nicht dass er dann in den Bus knallt, wenn ich da rangiere. Wer ist denn der Foley eigentlich? Ist das von... Ich habe den Namen schon öfters gelesen, kann ihn gerade aber nicht zuordnen. Hat irgendwas mit Henker zu tun? Ist das ein anderer Anwalt? So wie Henker? Ich habe den Namen schon oft irgendwo gehört und gelesen, aber ich kann ihn nicht zuordnen. So, wir fahren mit der Tomate heute. Nicht. So wieder. Ja. So. Also da weißt du, dass der nur so tut. Das macht Spaß. Gut, wenn er den Charakter dementsprechend so gewählt hat, wird er das wahrscheinlich, ja, wird er den Charakter schon dementsprechend so kreiert haben, weil er das so machen wollte. Damit hat er wohl dann auch gerechnet. Ja. Aber ich könnte mir das nicht vorstellen, ne? Dass das Spaß machen würde, das für mich halt. Ne? Also mir würde das auch keinen Spaß machen, ständig betrunken zu spielen quasi. So, Fahrgäste da. Ach so, weil, okay. Da sieht man da die Facecam, hat er eine Facecam. Ja, bei Kate ist mir letztens auch aufgefallen, die redet da dann auch hin und wieder OC und da ist... Da war sie auch, glaube ich, betrunken letztes Mal, wie ich das gesehen habe. Und sie redet dann eh auch normal. Also Kate dürfte auch nicht mittrinken. Okay. Also eindeutig ist es dann nicht, ne? Aber ich nehme nicht... Ich meine, das wäre ja auch egal, ob sie es machen. Ne? Das muss eh jeder selber wissen. Im Endeffekt... Ich glaube, sie dürften gar nicht das im Stream zeigen, wenn sie es wirklich trinken würden. Zumindest nicht exzessiv, glaube ich. Das wäre, glaube ich, verboten auf Twitch. Ich glaube, man darf schon ein Bier trinken und so weiter oder generell Alkohol trinken, nur darf man sich nicht betrinken. So, wir haben den Tomatenbus, das ist der Dreier. Und fahren zumindest mal eine Runde City und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich im Wechsel. Es ist 20 Uhr. Es ist jetzt aber schon länger niemand gefahren hier. Das ist auch interessant. Seit 18 Uhr. 18 Uhr war die letzte Runde. Seitdem keiner mehr da. Hätte ich gar nicht mit dem Bus zum ACLS fahren können.
Regnet? Geräusche hören sich nach Regen an. So, 21.03. 20 Uhr, genau. Los, Samstagabend, keiner will Bus fahren. Alle auf dem Omega-Event heute, ne? Wissen wir halt nur OC, dass heute Omega ist. Auch von Kate. Aber Max interessiert sich nicht für Omega. Gibt es irgendwelche Hinweise eigentlich darauf, dass heute dieses Omega-Event ist? In Venture? Da ist übrigens der Manderschnitten, das Manderschnitten-Fahrzeug auf Venture. Two Wheels, One Engine. Jetzt die Hakuchu Drag Probe fahren. Die kann man Probe fahren. Sollten das mit Manderschnitt irgendwie vermarkten? Oh, das war schon. Oh, nein, sehe heute. Eistee Pfirsich. Im Aldentes. Interessant. Gericht. Gerichterschaft San Andreas gibt bekannt, dass in den kommenden Tagen zwei Prozesse angesetzt sind. Wenn ich da Zeit hätte, würde ich mir sowas ja auch gerne anschauen, ne? Aber. So, wir müssen uns einloggen hier. Los Santos Transit. Ne, Passwort. Was, Omega? Ich glaube, Omega wäre sogar meine Musik. Auch. Aber nicht Max Normans Musik. Und das Problem ist ja trotzdem, auch wenn es meine Musik wäre, OC, dann kann ich es im Stream nicht laufen lassen, weil das wird geclaimed. Das ist eigentlich das Hauptproblem, warum ich also auf solche Veranstaltungen gar nicht gehen kann. Weil ich streame ja nebenbei und das, weiß nicht, wie andere Streamer das machen. Aber da wird halt leider nur Lizenzmusik gespielt. Und ich habe schon mal IC gefragt, aber auch nur innerhalb der Busrunde bei unserer Besprechung. Aber da war Kate dabei und die müsste das eigentlich wissen. Ob es nicht Künstler gibt auf dieser Insel, die ihre eigene Musik produzieren und dann nicht über GEMA quasi vermarkten oder wie auch immer, die halt nicht geclaimed wird. Also Leute, die selber ihre Musik produzieren und dann hier singen oder vortragen oder wie auch immer. Wusste aber keiner. Dementsprechend gibt es das wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich gibt es das irgendwo, müsste man nachfragen. Muss eintragen, dass wir jetzt Wechsel fahren, ne? Im Dienst. City 1. 20 Uhr bis 20 Uhr 29. Nord 1, 20 Uhr 30 bis 20 Uhr 59. Naja, hoffe ich, dass das so passt. Da ist ein Abstand zu viel. Ja, wir fahren vom Zettel B. Dann passt das auch. Ne? So, ich meine, Musik, ich höre alles Mögliche mittlerweile. Eigentlich, was ich jetzt am meisten höre, ist Musik, die ich zum Lernen verwenden kann, also ohne Text. Da gibt es auf YouTube dann einiges, was dann in meine Playlist da offenbar so gewandert ist, in diesen automatischen Mix, den es auf YouTube gibt. Oder auch viele Computerspiele Musik, die ja deswegen schon so gemacht worden ist, dass man sie quasi nur im Hintergrund hören muss. Jetzt waren wir Fahrgäste. City 1 fährt ab, City 1 Abfahrt. Nee. Aufsperren. Mate ist unterwegs. 21 Funkcheck. Blinker aufgedreht hier. Motor zu laut. Ist ja. Alter Fahrplan gilt noch. Das kann ich doch, was sich für die City 1 überhaupt ändert. Gangster Rap. Ja, bei mir auch alles aus den 90ern. Da bin ich auch sehr nostalgisch, wenn man so sagen will. Aber ich mag auch die 90er Musik.
Aber halt, in meinem Fall dann eher diese, eigentlich was damals in den Charts war, elektronische Musik. Also um das Jahr 2000 rum, vor allem. Ja, aber wenn man das halt damals gehört hat und weil es das damals in den Diskotheken gespielt hat. Aber das kann man leider... Also das höre ich dann meistens zum Sport, zum Trainieren, aber sonst höre ich das eh sehr selten. Zum Inlineskaten, wenn ich jetzt einen Player finden würde. Das Handy. Ansonsten höre ich mir nur Musik an, die ich zum Lernen dann nebenbei laufen lassen kann. Das ist dann so elektronische Musik auch. Ich weiß gar nicht, wie da die Bezeichnung ist. Ob die überhaupt einen Namen hat. Was habe ich denn mal gesucht? Ich habe immer Slow Trance gesucht. So Trance-artige Musik halt. So eine Mischung als 90er, elektronischer 90er Musik. Und Trance. Also Trance ist ja auch dann elektronische 90er Musik, aber unter dem Begriff Trance versteht man sehr viel. Das ist sehr weitläufig. Aber es muss halt ruhig, also nicht zu störend darf sein einfach. Ja, schwer zum Beschreiben. Strawberry. Ach, Fahrgäste können es auch betätigen. Das habe ich gar nicht gewusst. Die werden das auch nicht wissen dann wahrscheinlich. Vor allem die meisten Fahrgäste, die haben noch gar kein Auto. Aber die werden das auch, wenn sie auf Ranger sind. Obwohl, da kommen die normal nicht auf die Pfeiltasten. Ja, aber irgendwann kommt man immer unabsichtlich an die Pfeiltasten. Aber es ist auch interessant, dass das überhaupt geht. Dürfte man dann auch nicht ausspielen, ne? Weil wie sollen der das technisch machen in Wirklichkeit? Cypress Flats. Die schaut immer noch super aus, die Haltestelle. Besser zwei als gar keine, ne? Haben sie sich gedacht. Naja, wahrscheinlich. Aber die benutzt man dann auch nur unabsichtlich, die Pfeiltaste, ne? Man braucht die auch für Venture nicht, ne? Glaube ich zumindest, wüsste ich zumindest nicht. Ich glaube, dann ist eh so ein Fehler, so ein Grafikfehler, wenn man das macht. Ist Eminem dann schon Gangster-Rap? Hey. Aufpassen, das ist ziemlich früh die Haltestelle jetzt. Wird dann Eminem schon zu Gangster-Rap zählen? Wahrscheinlich auch wieder so ein weitläufiger Begriff, den man wohl wieder viel drunter fallen würde. Oh, da steht ein Fahrrad. Das steht super da. Es sind doch allgemein ein bisschen wenig Leute, jetzt kommt man vor, zumindest unterwegs. Kann aber auch täuschen. Samstagabend. Das ist normalerweise war schon immer viel los am Samstag am Abend. Damals. Februar, März. Wenn wir dahergekommen sind. So, wo ist jetzt genau die City 2 Haltestelle? Da, oder was? Da ist auch kein Häuschen dann. Blöd. Da fahren wir dann mit der City 2 Haltestelle, also mit der City 2 offenbar da geradeaus. Weil es ist gestanden vom Eingang, ne? Ich dann nochmal schauen. Okay, das kenne ich dann gar nicht. Ich glaube, dann hat sowas auch nicht wirklich in den Charts gespielt dann, ne? Zumindest vom Namen her sagen wir die gar nichts. Also was ich dann mitbekommen habe von dieser Rap-Szene damals in den 2000ern, waren halt diese Kiffer-Rapper,
Also ich assoziiere das zumindest damit Snoop Dogg und Dr. Dre. Das sind die einzigen Namen, die mir jetzt unter Rap quasi, die mir da einfallen. Und Eminem. Aber der war halt auch in den Charts und die anderen glaube ich auch. Und zumindest hat man das öfters mal gehört. Los Santos International Airport, keiner da. Wenn wir da jetzt schon auf Party, gibt es einen eigenen Hashtag. Wenn es heute Rock Metal Night, nein, das war gestern schon. Und der Party ist wirklich der letzte Eintrag von gestern. Am Samstagabend posten die keine Werbungen. Untertags, damit man weiß, am Abend ist Party und so. Ah, da wurde sogar Baloo, ist das unser Baloo? Wurde zum Geburtstag gratuliert von Projekt Omega. Okay. Aber ich glaube, der hat ja nicht auch gesagt, dass der bei Omega oder so zu tun hatte. Ich glaube, das war... Aber der ist erst seit einer Woche da gewesen, hat er gesagt. Toll, wie der Hashtag Party genutzt wird. Samstagabend, 20.07 Uhr. Der letzte Eindruck von gestern. Okay. Ja, Ice Cube, Dr. Dre, das sagt mir was, ja. War auch nur vom Namen her. Aber ich habe damals in den 2000er dann eher sowas gehört wie Gigi D'Agostino, sehr viel Italo Dance, glaube ich, heißt das. Also wir unterscheiden Italo Disco, das ist was anderes. Und Italo Dance ist das, was damals die Tanzmusik in den Charts war. Gigi D'Agostino und Mauro Picotto, Gabri Ponte. Und auch die anderen Lieder halt, die es da so gab, von den Venga Boys. Scooter. Etc. Genau, der Riddle zum Beispiel, ne? Obwohl das Original ja auch von den 80ern, glaube ich, ein Lied war. Das habe ich auch erst später rausgefunden. Sehr, sehr viele Lieder, die ich damals halt kennengelernt habe, in der Zeit, die eben Dance-Lieder waren. Habe ich dann später, Jahre später herausgefunden, dass das Covers waren von Liedern, die es schon in den 80er oder 90er Jahren oder 70er Jahren teilweise gegeben hat. Wie zum Beispiel von Pulse Driver, Cambodia. So, sind wir wieder da beim ACLS. Ja, das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt. Gigi D'Agostino hat ja auch sehr, sehr viel gesampelt. Da kommt man dann auch immer später drauf. Obwohl, es gibt eine Internetseite, die heißt whosampled.com, glaube ich. Da kann man ein Lied eingeben und dann sieht man, woraus gesampelt wurde oder ob aus diesem Lied schon mal gesampelt wurde. Und damals in den 90ern, da wurde sehr viel gesampelt, also einfach quasi Sequenzen eines anderen Lieders rausgeschnitten und ins andere Lied eingefügt. Ohne großartige Bearbeitung sogar. Teilweise. So, La Puerta. Da hätte man eigentlich fragen müssen wegen dem Führerschein. Aber andererseits, wenn jetzt das Motorrad eh weg ist, dann muss ich morgen wirklich in den Support gehen. Was von Nick Kershaw sagt mir gar nichts, das von Like This Like That. Ein bisschen blöd, jetzt um die Kurve gefahren. Von The Riddle oder von Like This Like That? Wahrscheinlich von The Riddle. Aber der Name sagt mir auch nichts, aber das spielt öfters mal im Radio. Also öfters ist übertrieben, aber hin und wieder mal. Ja, Like This, Like That ist Mauro Picotto, dann gab es auch noch Prezioso. Und das ist halt auch interessant, dass halt diese Lieder
oder der Musikstil, der hat sich damals noch so 4-5 Jahre, würde ich schätzen, gehalten, maximal. Und dann hat er sich aber komplett gedreht. Also das, was dann quasi auf Nummer 1 oder vorne war in den Charts. Und diesen Musikstil, den es damals gab, der war, den gibt es heute nicht mehr. Zumindest nicht mehr in den obersten Charts rein. Also komplett andere Musikstile, den es jetzt gibt. Oh, da laufen wieder Leute rum. Schaut interessant aus. Da verfolgt einer mit einem Fahrrad eine Person, aber ich glaube, die gehören zusammen. Oder eine kann sich kein Fahrrad leisten, offenbar. Ich hoffe, die steigen da jetzt nicht ein. Vespucci Beach. Nein. Ja, ich kann mit denen auch nichts mehr anfangen, was heute gibt. Also mit den meisten Sachen zumindest nicht. Nicht alles, aber mit den meisten Sachen kann ich auch nichts anfangen. Also mit den meisten Liedern, die heute in den Charts sind. Ich wüsste gar nicht, was in den Top-Charts ist. Aktuell. Mit der Polizei mit Blaulicht da vorne. Am Parkplatz. Ich sollte mal Abstand halten, aber. Zivilfahrzeug mit Blaulicht, damit man ja erkennt, aber das ist ein Zivilfahrzeug. Das ist ja auch Sinn der Sache, ne? Ich sollte jetzt mal stehen bleiben, falls der vorbeifährt, aber ich glaube, die steigen da noch ein. Naja, dachte ich mir. So, jetzt weiß natürlich jeder, dass das ein Zivilfahrzeug ist. Schlecht. Und da wer beobachtet hat, war alles umsonst. Ja, wahrscheinlich wurde der auch so gut bedient wie Max. Dass sich das Bikehaus nicht mehr meldet. Das ist schon halt, ich weiß nicht, warum die schreiben auf Venture geöffnet von 13 bis 24 Uhr, Montag bis Sonntag, also jeden Tag. Und dann sind die einfach nicht da. Ne? So. So. So, wir haben noch immer Baustelle wahrscheinlich dort, nehme ich an. Rockford Hills, Süd. Also eine, wenn das jetzt auch schon aktuell ist, dann würde mit morgen auch schon eine Rockford Hills Haltestelle wegfallen. Das wurde ja letztens so gesagt. Aber davon hätte ich jetzt aber auch nichts in der Ankündigung gelesen als wichtige Änderung. Oder als eine der wichtigsten Änderungen. Wäre das nicht wichtig? Oder habe ich es überlesen? Oder haben sie das wieder aufgelassen, die Geschäftsführung? Ja. Rotation Bug offenbar oder Disconnect. So, wir machen wieder die komische Runde, die ich nicht verstehe, warum wir die überhaupt machen. Aber ich glaube doch, jetzt verstehe ich es, weil wir haben es eh besprochen. Wir machen das, weil da weniger Stoppschilder sind. Auf dieser Straße. Dafür ist halt da rechts vor links. Ist auch interessant, links sind überall Stoppschilder, da rechts nicht. So, und das ist unsere Ersatzhaltestelle hier mit Bucht. Geht halt auch keiner. Jetzt biegen wir da ein, wo wir eigentlich gerade auch fahren
könnten, weiß ich aber nicht. Vielleicht kommen wir da aber nicht mehr rüber. Ah, da habe ich jetzt versäumt, dass ich da ordentlich nach rechts ziehe. Aber es geht auch so. Ah, ein Cabrio. Cabrios sieht man da eher selten, ne? Tja, da sind wir wirklich blöd mit der Third-Person-View. Jetzt muss ich da nochmal schauen. Man sieht auch blöd von der Ego-Perspektive. Also es ist wirklich blöd zum Raussehen da, ob da wer von links kommt, dem wir Vorrang geben müssen. So. Ziemliche Geisterstadt heute. Um die Zeit zumindest. Vielleicht werden erst später aktiv die Leute, die fortgehen. Oder es ist heute mal so ein Tag, wo nichts los ist. Anfang August. Dann ist wieder wärmer. Bei uns hat es auch so um die 30 Grad gehabt. Ja, wahrscheinlich. Ne? Und dann bei Omega. Wer steht da schon ein paar Stunden? War das das Zivilfahrzeug, meinst du, oder? Oder das Auto bei Rockford Hills? Habe ich dann zu spät gelesen, wahrscheinlich. Die Nachricht. Achso, dann war das der bei Rockford Hills, ne? Okay. Keine Ahnung, warum die Autos dann oft so mitten auf der Straße stehen. Muss jetzt auch überlegen, wo ich den Dilettante hinstelle. Also ich müsste die Hotline übernehmen, ne? Ups. Ich glaube zwar nicht, dass der dabei anruft, aber... Wir sind ja nicht das Bikehaus, das wir einfach abdrehen. Oder der ACLS. Aber interessant, woher sieht dann der ACLS, wenn er abgedreht hätte, dass ich angerufen habe? Also kann das nicht sein, dass die Leitstelle nicht aktiv haben, sondern der wird wahrscheinlich dann telefoniert haben. Oder gerade im RDP gewesen sein. Oder wo auch immer. Weil wenn es deaktiviert ist, dann sehe ich ja nicht, dass ein Anruf war. Weil ich ja die Leitstelle gar nicht übernommen habe. Nein, wir stellen es nicht wieder ins Parkhaus. Nein, nein. Das ist keine gute Idee. Wenn es da öfter der Sprit... Beim zweiten Mal habe ich es dann noch... Ich habe es dann, nachdem ich aufgedankt habe, das erste Mal, nachdem ich in Discord das gelöst habe und geschrieben habe, dass der Sprit leer war, habe ich es wieder reingestellt, weil ich mir dachte, dass mit dem Sprit passiert sicher nicht so oft, dass plötzlich der Tank leer ist. Aber jetzt hat der ACLS letztens gesagt, offenbar ist das bei Elektroautos öfters der Fall. Jetzt stellen wir es nicht mehr rein. Jetzt möchte ich, wenn der Sprit leer ist, dann kann ich das zumindest abschleppen lassen und auftanken. Dann, ne. Brauche ich da wenigstens nicht eine Stunde, bis wir das Fahrzeug da rausbekommen. So, Vinewood Boulevard. Aber davor, es gibt zwei Möglichkeiten, nämlich eines direkt oben bei der Einfahrt beim Parkhaus ist so eine unterdachte Parkplätze, also überdachte Parkplätze. Unterdacht, gibt es Unterdacht? Kann etwas unterdacht sein? Na, jedenfalls sind das so Carports quasi, aber mit Betonüberdachung. Also das wäre eine Möglichkeit, das wäre wahrscheinlich die bessere Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, da fahren wir jetzt eh vorbei. Vinewood West. Das ist ja Max Normans Wohnkomplex hier an der Ecke. Das ist das super Parkhaus. Und direkt danach, also eigentlich nächste Straße danach, hätten wir einen großen Parkplatz. Aber die Befürchtung ist halt, wenn ich da das Auto abstelle, dann ist das am nächsten Tag wahrscheinlich auf der Straße. Ne. Aber das müssen wir halt mal probieren. Dann fährt wieder der Bus dagegen und so und dann muss ich wieder zum ACLS.
Aber bessere Möglichkeit gibt's wahrscheinlich nicht. Außer eine Gegend, wo weniger Verkehr ist, wo es egal wäre. Und da müssten wir umziehen. Ja. Stimmt, ja. Offenbar. Aber Max, ist es um den Spritverbrauch, also um die Kosten gegangen, die man sich ersparen. Weil Thomas Tenner hat uns davon erzählt, dass er so einen gehabt hat, so ein Auto. Und dass das ungefähr die Hälfte nur an Spritkosten verursacht, als jetzt ein Benziner. Und das war auch so. Weil meine Überlegung war damals, dass ich nach Palito Bay wieder ziehe. Damit das dann nicht zu teuer ist, jeden Tag von Palito Bay daher zu fahren. Wäre das eine günstige Alternative gewesen. Weil ich mir ausgerechnet habe, was kostet das einmal Palito Bay und zurück. Damals mit dem Roller, der Benzin tankt. Und das kleine Ding hat ja nicht mal, in Wirklichkeit hätte das nicht mal einen Tank von 10 Liter. Man tankt aber trotzdem über 24 Liter da rein. Und einmal Palito Bay und zurück. Ich glaube, da war der Sprit dann leer. Das sind dann eben diese 24 Dollar. Das bedeutet, ich würde jeden Tag, wo ich in die Arbeit fahre, 24 Dollar Spritkosten bezahlen. Auch mit einem Benziner, weil ich glaube, die Autos brauchen genauso viel wie die Roller offenbar. Beim Dilettante wären es dann eben nur 11 Dollar. Aber das ist mir dann sowieso zu aufwendig, jeden Tag da aufs Land zu fahren oder umgekehrt. Deswegen haben wir die Wohnung in Vinewood. Ist da eigentlich das auch zu, ne? Samstagabend alles zu? Wahrscheinlich sind die Leute zur Rotsee wieder weg. Wahrscheinlich heute große Partynacht überall. 7.8. also, ne? Hier ist ein Datum, was gut klingt. Aber vielleicht ist heute Vollmond oder so. Wie? So. Hey, ich höre schon wieder Blaulicht, also Sirene. Blaulicht kann man wahrscheinlich nicht hören, aber die Sirene. Das ist immer, man weiß dann nie, woher das kommt, ne? Meistens ist das eher auf der Autobahn, aber man sieht es halt nicht. Sogar am MD stehen wenig Fahrzeuge da, waren normalerweise auch immer viele Fahrzeuge. Was ist denn das jetzt? Militärüberfall oder was? Sind die aus einer Kaserne ausgebrochen? Mit den Militärhosen. So, ZOB. Endstation. Bitte alle aussteigen. Halt. Da warten wir jetzt, der hat Vorrang. Ja. Hat sich ja ausgezahlt, das Warten. Aber wir haben die Millionenstadt ausgespielt, weil dann so eine Kreuzung, ne? Einfach rüberziehen, da wird man schon auf den Gegenverkehr warten müssen. So. Sehr interessant, Militär gibt's ja da gar nicht, ne? Eigentlich auch schade, weil das könnte man ja auch verwenden. Also statt diesen, weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt, Homeland. Und statt Homeland könnte man Militär verwenden. Obwohl es eigentlich ja das eine mit dem anderen nicht viel zu tun hat, aber. Aber Militär könnte zumindest bei Terror und so weiter unterstützen. Da könnte man. Da könnten die Crime-Spieler, die es offenbar gar nicht mehr gibt auf dem Server. Aber
Wir könnten dann Terror-RP machen. Da würde das Militär dann erforderlich sein. So. Ja, vom Charakter her würde es, glaube ich, nicht passen, dass Max Norman hier Ausbilder oder so wäre beim Militär. Aber ich glaube, ich könnte das schon spielen. Aber mit dem Charakter würde es nicht gehen. Was werden der Sergeant wäre wahrscheinlich... Was werden der dann? Der wäre ja kein Sergeant mehr. Mit dem Alter, mit 66, ist man sicher kein Sergeant mehr. Weiß nicht, was der höchste Rang dann ist. Also der unterste Nicht-Offizier, der höchste Nicht-Offizier-Rang. So, Kaffee holen. Zumachen. Was? Wir hören Stimmen. Da kommen die Militärleute. Ist das gut oder schlecht? Versteckt mich da, glaube ich. Die kommen da wirklich her. Die sind da jetzt auf Wanderschaft. Ich glaube, das ist keine Militärhose, oder? Aber mit dem Rucksack. Guten Abend. Hallo. Abend. Möchten Sie mit dem Bus fahren? Ja, die Nordlinie. Ah, sehr gut. Ja, wir fahren jetzt gleich Nordlinie. Das trifft sich gut, ja. Wo müssen wir hin? Also mit dem Bus mal einsteigen. Ach, der hier, okay. Genau, aber wo Sie dann hinwollen, weiß ich nicht. Ja gut, das ist klar, aber dann steigen wir hier ein, alles genau. Klar. Hier also stehen so viele Busse. Genau, nein, die erste hier ist immer die Nordlinie hier. Also okay. Die erste Position. Mhm. Genau, also das ist auch dieser Überlandbus. Wie weit fahren Sie denn dann mit? Wir müssen irgendwo zum Mount Chiliad. Aha, das wäre Palito Bay. Da ist okay. Am besten Palito Bay Süd oder Nord, das ist beides. Also es gibt zwei Stationen. Die erste Station ist in Nord. Ich glaube, Mount Chiliad, ja, kommt drauf an, wo sie dann aufsteigen. Gehen sie zu Fuß rauf? Ja. Aha. Weil es gibt ja auch eine Seilbahn dort. Ich glaube, von dort kann man, also die ist nicht aktiv, aber ich glaube, von dort kann man eher dann aufsteigen. Also das wäre dann die zweite Haltestelle in Palito Bay. Wahrscheinlich die südlichere wahrscheinlich, genau, ne? Genau. Okay. Gut, das ist gut zu wissen. Jetzt habe ich sie vorher schon gesehen beim Medical Center mit den Hosen. Dachte ich vorher, sie wären beim Militär, dass das so Militärhosen sind. Fast. Aber so ist dann doch kein Camouflage, ne? Nee. Okay. So ähnlich. Ja. Aber sieht sehr schick aus, eher sportlichere Hosen dann, ne? Ja. Ich glaube, das erklärt dann, weil sie gesagt haben, sie gehen da auf den Berg, ne? Ja, bequem sind die auf jeden Fall. Ja. Ich wollte auch immer auf den Mount Chiliad, aber dann ist es nie ausgegangen, ne? Ich habe mal gewohnt in Palito Bay. Mhm. Aber ich bin da nie dazugekommen, leider. Das ist schön da oben. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ne? Die fahren einfach nur bis dahin und kommen mit. Nein, das geht nicht. Dann müsste ich den Bus da stehen lassen. Ne? Ist auch blöd. Dann können sie wieder mit uns zusammen runterfahren. Ist doch super. Naja, ich glaube, da hätte mein Chef was dagegen, wenn ich den Bus einfach so stehen lasse. Ach. Wenn wir dann noch Fahrgäste haben. Ne? Dann müssten die auch warten und auf dem Manchilla drauf. Ist auch blöd. Ja. Aber ist das nicht ein bisschen spät wegen der Beleuchtung dann? Wenn sie oben sind, ist ja gar keine Sonne mehr, ne? Ah, wir haben eine Taschenlampe. Ach so, okay. Es war mal ein Fest auch da oben, ne? Ich war mal im März war ich dort, da ist die Seilbahn mal aktiv gewesen, da hatten die dieses Omega-Fest. Ja, das habe ich auch gehört, dass das mal da oben war. Genau, ja, das war das erste, glaube ich. Das soll ja sehr berühmt sein. Ja, dann machen wir unser eigenes Omega heute. Ja, genau. Ja, okay. Na gut, dann müssen wir eh schon einsteigen, wir haben Abfahrt. Ja, gut. So. Aber jetzt habe ich mich nicht eingetragen. Habe ich nachher. So, bitteschön, einsteigen. Können wir schon fahren? Danke. So. Haben Sie ja vorhin schon gelesen, dass wir jetzt da Nord fahren wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ah, sehr gut. Es dürfte heute nicht viel los sein in der Stadt. Also ich habe vorhin schon geschaut, da gibt es ja dieses Party-Hashtag. Ja. Da ist der letzte Eintrag von gestern. Also ja, ich glaube, wenn Omega ist, dann machen alle anderen Unternehmen nicht viel. Ach so, ist heute auch dieses Omega? Ja, so. Deswegen wird nicht viel los sein. Ah, okay. Die machen da immer so ein Geheimnis draus, ne? Ach, ich finde es auch nervig, dass man nicht an Tickets kommt. Ja.
Weiß nicht, warum das dann so beliebt ist überhaupt. Ja. Aber was ist das so speziell? Waren sie schon mal, waren sie auch noch nicht dort wahrscheinlich, ne? Doch, beim letzten. Ah, doch. Ja, das ist halt einfach, also ist halt eine coole Party, viel los, so. Die Locations sind immer ganz cool, aber mich aber nervt es ehrlich gesagt ziemlich, dass man so schlecht an Karten kommt. Finde ich ein bisschen schade. Ja, ja. Also letztes Mal gab es ja wenigstens welche, die man kaufen konnte, auch wenn es nur sehr wenige waren. Ja. Aber dieses Mal kam man da ja nur mit Vitamin B dran. Ach so, ist das so eine Geheimparty dann schon wieder, ne? Ja, also quasi nur für Leute, die dann, weiß ich nicht, die halt andere Leute kennen dann offenbar. Genau. Ne? Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber hat man dann auch so, ist das eine große Party, wo quasi sehr laute Musik spielt, oder hat man da so Plätze, wo man dann auch mal eine Ruhe haben kann von der Musik? Die haben auch so ein bisschen ruhigere Plätze. Ach, doch, also auch, zumindest bei der letzten Location. Ah, okay. Ich denke, da ist halt immer laute Musik, aber ich vertrage das dann nicht, wenn ich ständig quasi beschallt werde. Mm. Deswegen hätte ich mich auch nie bisher interessiert für diese Veranstaltung. Ne? Ja. Naja, man muss ja auch nicht alles mitmachen, ne? Ja. Aber es ist halt doch irgendwie, wenn da immer so viel Aufruhr gemacht wird, dann will man doch einmal wissen, was da so los ist. Ist man doch neugierig, ne? Ja, genau. Ja. Naja. Naja, wir machen heute unseren eigenen Ausflug. Ja, das ist dann wenigstens ruhiger und gemütlicher, ne? Ja. Haben Sie eh einiges an Gepäck mit, habe ich gesehen. Ja, ein bisschen Proviant, ne? Ja. Da bleiben Sie dann die ganze Nacht oben? Ja, also geplant ist es nicht. Achso. Ja, da müssen sie halt aufpassen, wenn sie runtergehen, weil da ist ja keine Beleuchtung oben, ne? Ja. Ist dann schon gefährlich ein bisschen. Ja. Also wahrscheinlich, ich war selber halt auch noch nicht oben, aber ich denke, beleuchtet ist er nicht. Ja, es wird wahrscheinlich ziemlich dunkel sein, das stimmt wohl. Ja. Außer wenn sie Glück haben, dass da, wenn Vollmond ist, dann ist es sehr schön beleuchtet. Also in Palito Bay zumindest, da sieht man den Mond immer schön leuchten. Mhm. Da fährt die Rettung schon. Nächster Halt, Mangold und Söhne. Ja, wir sind dann planmäßig um 45 in Palito Bay. Ach, prima. Interessante Aufmachung, aber so erregt man Aufmerksamkeit, wenn man sich so komische Hosen anzieht, auffällige Hosen anzieht. Das ist dann schon ein Blickfang, ne? Auch wenn die jetzt auf den Mount Chiliad gehen und nicht unbedingt großartig, wahrscheinlich angeschaut werden wollen. Sonst würden sie ja da nicht drauf gehen. Ja, die brauchen jemanden fürs Gepäck, ja. Ja, solange es kein Fahrrad ist, können wir das transportieren. Das war damals so schade, ne? Es hat ja gegeben mal eine Fahrradtour von... Oh, wie schön das aussieht mit dem Sonnenuntergang. Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch die letzte Runde, wo man das sehen kann, ja. Mhm. Diese Runde geht immer um die Zeit, die Sonne unter. Alleine dafür zahlt sich das schon aus, dass sie hier mit der Nordlinie fahren. Ne? Ja. Nächster Halt: Mangold und Söhne. Ein Yellow Check-In. Mangold und Söhne waren wir gerade. Ah, da sieht man auch, da dürfte auch nicht so viel los sein hier. Ne? Erfahrungsgemäß ist während Omega gar nichts los hier. Ja, dürfte wirklich so sein, ja. Also auch in der Stadt ist wirklich jetzt, ich bin eine Runde Citylinie gefahren vorher, ne? Und da war sehr, sehr ruhig. Also wenig Verkehr, wenig Leute auf der Straße. Und für Samstagabend dachte ich mir schon, das ist eigentlich sehr außergewöhnlich. Ja. Also da hat bei mir das Telefon, das ist wahrscheinlich Leitstelle, genau. Max, Namen? Hi Max, ich bin's. Ah, hallo. Fragen. Fährst du nächste Runde noch oder machst du Feierabend? Nein, ich mach dann schon Feierabend. Ich hab nicht gewusst, deswegen habe ich nur zwei Runden eingetragen, aber ich werde dann schon Feierabend machen.
Ja, gut, alles klar. Da fahr ich danach noch eine Runde weiter. Ah, okay, ja, alles klar. Gut, alles klar. Brauchst du dann nicht außer Dienst einzutragen, ne? Okay, ich habe jetzt auch vergessen, mir diese Runde im Fahrplan einzutragen noch, ne? Ich fahr jetzt Nord 1. Alles klar, trage ich dann nach. Okay, weil ich habe den, was habe ich denn für einen Bus? Den sind DQ, glaube ich, ja. DQ Bus, glaube ich. Alles klar, trage ich meine 4 nach. Okay, super, danke schön. Okay, gut, dann sehen wir uns dann gleich. Bis ja, dann. Bis gleich, danke, ciao. Tschüss. So, na. Da ist mein Chef. Der kommt jetzt auch in den Dienst. Da fährt dann doch wer weiter. Also, falls sie noch zurück wollen irgendwann, in den nächsten Stunden, dann fährt zumindest noch wer. Wie lange denn? Ja, das weiß man leider nicht. Das war jetzt nur ich im Dienst und sonst hat sich keiner eingetragen und jetzt ist mein Chef kommt jetzt spontan quasi in Dienst. Also am besten sie rufen 100 an, wenn sie sich sicher sein wollen. Okay. Weil dann können sie nämlich auch sagen, wenn sie jetzt sagen, okay, sie gehen gerade runter vom Berg, können sie fragen, ob der vielleicht dann noch im Dienst bleibt oder, ne? Dann kann ja der, dass sie ja vielleicht zusagen, dass er dann doch noch eine weitere Runde zum Beispiel fährt, ne? Mhm. Also 100 ist unsere Leitstelle. Aber normalerweise schaut er auch, dass er auf Venture das einträgt, ne? Ja, ach Gott, irgendwie kommen wir schon wieder nach Hause. Ja. Notfalls heißt, Taxis sollten normalerweise immer fahren. Ist halt ein bisschen teurer, ne? Aber ich glaube, ja, wenn sie sich das zu dritt teilen, die Kosten, dann ist das auch nicht so tragisch, nehme ich an. Ja, geht schon. Ja. Ich glaube, $56 habe ich mal bezahlt von Palito Bay in die Stadt. Mit dem Taxi. Mhm. Könnte ich fragen, ne, warum sind denn so 3 einsame Frauen alleine unterwegs? Aber das kommt dann sehr cringy rüber, glaube ich. Also wäre schon interessant, warum die da alleine zu dritt unterwegs sind. Aber so intime Fragen stellen wir nicht. Darf ich fragen, wie lange sie schon auf der Insel sind? Etwas, ne. 3,5 Monate ungefähr. Ah, ja, auch schon länger Ende dann. Ende April, ja. Ah, okay, ja. Ich bin auch seit Februar da. Naja. Und seitdem am Bus fahren oder haben Sie vorher was anderes gemacht? Nein, ich bin ja in Rente, ne, und habe mir dann hier einen Job gesucht und das erste, was ich gefunden habe, war tatsächlich hier den Job als Busfahrer. Das war aber erst Mitte März, also ich war relativ lange ohne Job hier und habe mir die Stadt noch angeschaut. Da hatte ich mich mal beworben für andere Stellen als Fitness- und Yoga-Trainer. Aber das übers DOL ist das gelaufen und da hat sich dann nie wieder wer gemeldet. Ne? Das ist auch ach, so. Das ist immer ärgerlich. Ja. Deswegen, das DOL ist da ziemlich, ich will nicht sagen unzuverlässig, aber es hat mir gar nichts geholfen bei der Arbeitssuche. Weil die Ausschreibung hier bei Los Santos Transit war dann rein über Venture. Ist dann gar nicht übers DOL gelaufen. Sondern direkt zum Unternehmen, ne? Genau, ja. Ja. Und damals, da habe ich das Bewerbungsgespräch für diesen Fitness- und Yoga-Trainer habe ich ja auch gehabt beim DOL. Und das ist halt das ist mal halt so rübergekommen, die hat ja gar nicht gewusst, was das da für eine Stelle ist und hat dann einfach so einen Fragebogen so runtergefragt. Ja, ne? Ich glaube, das ist auch so bei das denen. Ich weiß auch gar nicht, warum Unternehmen von denen die Bewerbungsgespräche machen lassen. Ne. Verstehe ich auch nicht. Als Chef möchte ich doch auch selber wissen, wer dann zu mir kommt. Genau, ja. Die kennt sich da gar nicht aus und trägt dann irgendwas ein und versteht dann vielleicht auch Sachen falsch, ne? Ja. Nachfragen kann die auch nicht. Die trägt das einfach stumpf ein, ohne dass die was nachfragt, weil die hat keine Ahnung hat, ne? Das ist halt ein bisschen komisch. Ja, und klingt jetzt vielleicht blöd, aber auch so von der Sympathie her muss es ja ein bisschen passen, ne? Ja, stimmt, ja. Thilo kommt jetzt noch in Dienst. Spät am Abend. Aber ich merke schon, ich glaube, von der Konzentration her wäre es nicht gut, wenn ich jetzt noch weiterfahren würde.
Aber es sind auch wenig Leute hier, keine Fahrgäste und so weiter. Oh, guckt mal, eine Farm. Interessant, dass keine eine Farm. Wer da wohl arbeitet. Ja, das stimmt, ja. Das wäre mir auch zu viel, OC. Wenn ich diese Verantwortung hätte, aber was Tilo hat. Aber da arbeite ich ja tatsächlich nicht. Ich arbeite ja eher auf der linken. Aber gehört das Recht auch rechts auch zur Union Crane? Teilweise. Okay. Eher das, was am Highway ist, auf der anderen Seite. Okay. Da, wo die Silos sind. Also hier, warte mal. Irgendwo hier sind die Hühner. Links. Ja, stimmt. Ja, ja, ich habe hier auch schon mal einen Huhn gestreichelt. Also sind das hier immer nur diese Kühe, die da stehen? Bertha. Wir haben nur unsere Bertha, genau. Oh. Sie meinen, sie fahren da mit dem Auto immer her, ne? Ja. Zur Arbeit. Genau. Wir haben da zwar eine Haltestelle auf der Nordlinie, aber sie können sich wahrscheinlich nicht immer darauf verlassen, dass die fährt, ne? Weil die fährt halt nicht immer, logischerweise. Ja. Aber wenn man mal kein Auto hat, ist das eine gute Sache. Ja. Wir haben vor 2 oder 3 Monaten, kann ich mich erinnern, da waren viele Leute, die mir in der Nordlinie darauf geführt haben, weil die zum Probearbeiten auf diesen Feldern hier waren. Mhm. Offenbar haben die da viele Leute zu der Zeit eingestellt, neu. Aber jetzt hatte ich schon länger keinen Fahrgast mehr, der hier ausgestiegen ist oder eingestiegen ist. Die blinken da alle mit ihren Armbändern, ne? Ja, ich glaube, die Busse werden leider generell nicht so sehr genutzt, ne? Ja, in letzter Zeit auch jetzt im Sommer eher auch weniger, komischerweise. Mhm. Gut, es sind auch viele auf Urlaub wahrscheinlich. Ja. Aber die meisten, am meisten Fahrgäste haben wir von den Neueingereisten eher, ne? Die sich dann die Stadt nochmal anschauen wollen und auch diese Einreisetour mitmachen. Ja. Aber die kaufen sich dann wahrscheinlich auch irgendwann ein Auto, dass sie unabhängig sind, was eher auch verständlich ist. Ja. Aber ich denke, gerade am Abend, ne, wenn man was trinken will und nicht mehr mit dem Auto fahren möchte oder sollte, dann wäre es eigentlich ganz praktisch, ne? Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich finde es krass, wie pünktlich die Busse doch immer sind. Also die sind echt... Ich wurde bisher nicht enttäuscht. Ah, ja. One point. Ja, wirklich. Gut, manchmal haben wir auch Betriebsstörungen, ne? Das bleibt dann halt nicht aus, aber... Ja, gut. Aber im Großen und Ganzen glaube ich auch, dass wir sehr zuverlässig sind. Obwohl wir jetzt, glaube ich, schon verspätet sind, ein bisschen, aber naja. Der Bus fährt auch langsamer mit dem Gewicht da quasi. Darf man nicht sagen, ne? Aber es ist halt so, wir fahren nur 50. Ist da ein. Haben wir da vielleicht einen Limiter drinnen? Kann das sein, dass der irgendwie. Nein. Oder? Kann das sein, dass der einfach so deaktiviert bleibt? Ich glaube, das sind schon die Fahrgäste, die hier mit dem Gepäck vor allem, mit dem Rucksack, dass wir hier ein bisschen langsamer sind. Das dürfen jetzt nicht die IC sagen, sonst steigen die nie wieder ein. Was sagen Sie, sind schon ein bisschen schwer, Madame. Liebe Damen, ne? Nein, sowas will man nie sagen. Außerdem sind die ja sportlich, sonst würden sie nicht auf den Berg raufkommen. Next halt, Halito Bay Nord. Wo müssen wir raus? Süd, ne? Ja, Süd ist ja, glaube ich, näher, weil hier gibt es, glaube ich, keinen Aufstieg, ne? Also keinen Weg rauf zum Berg. Ja, da müssten wir wahrscheinlich noch ein ganzes Stück laufen. Ja, weil es, ja, das auf jeden Fall. Weil sie müssen auf jeden Fall Richtung Süden quasi gehen. Und wenn sie rechts die Seilbahn sehen, da sehen sie dann die Seile quasi Richtung Berg wandern. Und da links geht auf jeden Fall, das ist ein Sägewerk, da geht ein Weg rauf. Ah, okay. Und da kreuzen sich dann, da müssen sie schauen, wo sie dann am besten hinkommen. Da gibt es einen Weg, ich bin da oft mit dem Fahrrad gefahren. Der geht dann quasi durch einen Tunnel, da kommt man aber wieder Richtung Sandy Shores raus. Und da gibt es aber das vorher noch eine Abzweigung nach links, da geht es dann, glaube ich, auf den Berg rauf. Ah, okay, gut.
Dann müssen Sie genau schauen, das ist ein bisschen ein Labyrinth da oben. Mhm. Na gut, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Aufsteigen und hoffentlich kommen Sie heile wieder runter. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank, schönen Abend noch. Sehr gerne, ebenfalls, Dankeschön. Ja. Ja. Ja, hat sich das schon ausgezahlt, dass man sich für zwei Fahrten eingeloggt haben? Oder, ne? Wie? Müssen wir Thilo sagen vielleicht, dass der das, dass er weiß, wenn er angerufen wird. Vielleicht ist er doch noch länger da. Dann kommen die Damen wieder runter. Also runter kommen sie hoffentlich schon, aber dann kommen sie auch nach Hause. Ohne Taxis. Auch interessant, ne? So was haben wir noch nie gehabt, seit wir Bus gefahren sind. Dass da wirklich Leute einen Ausflug machen mal. Das ist einmal was anderes. Die meisten Leute fahren arbeiten oder keine Ahnung, was die sonst machen. Zur Party. Zu einem Lokal oder was auch immer. Aber die meisten Leute fahren eher arbeiten. Die wir da transportiert haben. Oder Bob White ist, glaube ich, zweimal da mitgefahren mit uns, ne? Also Bob, wie heißt dein Charakter nochmal? Ich merke mal den Familiennamen nicht. Bob Walton, glaube ich, ne? Habe ich zweimal da mitgefahren. In den Norden. Aber so eine Wanderschaft, so wirklich Ausflug, was eigentlich viele Leute machen würden in so einem Gebiet. Weil da ist es ja sehr schön, wenn man sich da die Landschaft anschaut, ne? Ist das ja mal sehr europäisch. Mit Tannenbäumen und so weiter. Das gibt es ja sonst auf der Insel nicht. Und gibt es ja in Kalifornien eigentlich nicht, so wirklich. Und da würden viele Leute, glaube ich, einen Ausflug nach Palito Bay machen. Aber es macht keiner de facto. De facto gehen die Leute hier nur saufen, kiffen und arbeiten. Ich glaube, mehr gibt es da nicht. Und Autofahren und Autos tunen. Leider ich auch nicht. Ich wollte auch mit Max schon mal darauf, aber das war dann gerade die Zeit, wo wir dann sich beworben haben hier. Und dann sind wir weggezogen von Palito Bay. Ich müsste eigentlich wieder nach Palito Bay ziehen, damit ich so sportliche Aktivitäten machen kann, aber dann fehlt mir halt die Zeit. Und dann fahre ich jeden Tag eine halbe Stunde in die Arbeit und das Problem ist, wenn dann wieder der Sprit leer ist, bis der ACLS da oben ist oder das Auto despawned ist und bis ich dann im Support war, dann komme ich nicht in die Arbeit. Naja, wird schwierig. Aber jetzt, wo wir das Fahrrad hoffentlich mal irgendwann bekommen, heute anscheinend nicht mehr, obwohl der ja ganz sicher da ist, der Mitarbeiter, ab 13 Uhr oder ab 16 Uhr bis spät in die Nacht, haben es gestern gesagt, ne, ist der vom Bikehaus da. Oder ich müsste noch mal probieren, vielleicht haben die einfach nicht zurückgerufen. Soll ich das auszahlen, wenn ich jetzt schon anrufe? Während der Fahrt Privatgespräche durchführen hier. Nein, geht eh nicht. Schon wieder abgelehnt. Ne? Naja. Letztens hat auch der vom Bikehaus gesagt, ne? Was haben wir da gemacht? Haben wir es hingebracht oder wollten wir es auch abholen? Nein, der wollte uns das Fahrrad hinbringen. Und da hat er gesagt, ne? Ja, er ist jetzt da, aber dann muss er zum Theater gehen. Ne? Da war gerade diese Theaterveranstaltung vorige Woche oder vor zwei Wochen. Und erst nach dem Theater ist er wieder da. Ja, so kann man es auch machen. Müsste man auch sagen, ne? Busse fahren nur, wenn kein Theater gerade ist. Oder kein Omega. Mich wundert, dass gar kein Shuttle-Service heute ist. Für dieses Omega. Aber wenn das Omega geheim ist, wo soll man dann einen Shuttle-Service hinführen? Also wenn die Location offenbar geheim ist. Naja. Schwierig. Das stimmt wohl. Ja, wollte ich vorher noch kurz sagen, ne? Was schade war damals vor zwei... Na, das war im April, glaube ich. Im April war so ein Fahrrad-Event. Ein großes, servermäßiges Fahrrad-Event, wo die weggefahren sind, glaube ich, vom Strand nach Palito Bay. Sehr, sehr viele Leute. Extra mit Polizei im Voraus gefahren und so weiter. Ja. Ja, mit Polizeieskorte quasi.
sind die nach Palito Bay gefahren. Da bin ich zufällig gerade mit der Nord 1 gefahren. Das muss im März noch gewesen sein, weil da war die Ausbildung, da war ich noch in Ausbildung. Hatte aber schon die Nord 1 Freigabe. Und da war ich gerade oben, wie die angekommen sind. Da habe ich einen Clip irgendwo. Auf Twitch. Das war interessant, aber schade eben. Die Leute mussten dann irgendwie von oben wieder runterkommen. Und das sind dann wahrscheinlich mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. Oder haben das Fahrrad dann oben stehen gelassen. Und da war es halt schade, und das haben wir ICE auch angesprochen, dass wir als Busunternehmen nicht die Möglichkeit haben, Fahrräder zu transportieren. Ja, da bräuchte man wohl einen Anhänger, aber offenbar geht das nicht. Ich weiß nicht, ob das technisch vielleicht auch gar nicht geht hier bei Alt-V. Aber das wäre super gewesen, ne? Das wäre ein super Angebot. Wo sagen, wir fahren dann die Leute mit den Fahrrädern wieder runter von Palito Bay. Und das wäre dann auch noch ein super Zusatzservice. Wenn das gehen würde, dass man sagen könnte, ne? Wir transportieren auch ihre Fahrräder. Dann würden viel mehr Leute wahrscheinlich oben Urlaub machen. Wenn es schon keinen Fahrradverleih da oben gibt. Was ja auch blöd ist, ne? Komplettes Urlaubsgebiet da oben in Palito Bay. Und dann gibt es keinen Fahrradverleih, obwohl sogar ein Häuschen vom GTA Story Modus dort stehen würde. Warum das keiner betreibt oder warum da keiner auf die Idee kommt, da einen Fahrradverleih zu machen, verstehe ich nicht. Aber naja. So, also tanken. Ach, da gehen wir am Stadtpark. Also am Stadtpark ist blöd, ne? Kann ich auch nicht mehr umdrehen, da gehe ich dann. Ja, vom Gericht. Obwohl die zwei Runden egal wären. Aber man sollte schon auftanken. Aber ich muss Tilo Bescheid sagen, dass hier drei Damen darauf geführt haben. Dass er weiß, dass eventuell ein Anruf kommen könnte. Dass die dann irgendwann wieder zurück wollen. Uah, Gegenverkehr. Ach, sehr rasant unterwegs, da kommt noch jemand. Fahren die alle hin. Jetzt kommt der Verkehr auf einmal raus da. So, Police Department. Oh, viele Fahrzeuge jetzt auf Streife offenbar. So, da fliegen wir jetzt drüber. Wir müssen schnell tanken. Ah, ist doch ein bisschen Verkehr jetzt da schon mittlerweile. Geht das Abendprogramm los? Jetzt wollen wir außer Dienst gehen, aber. Kann halt auch nicht länger machen. Wie. Schau, ob da kann, von rechts keiner kommt. So, das heißt, wir müssten jetzt noch am Stadtpark. Und dann gleich tanken. Warum sind wir jetzt eigentlich verspätet? Eine Minute. Wo haben wir jetzt Zeit verloren? Wahrscheinlich beim Aussteigen von den. Ja, obwohl, das hat nicht so lange gedauert eigentlich. Habe ich irgendwo. Ja, wahrscheinlich, weil wir langsamer waren, aber, ne? Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Wieder rechts kommen die hier. Weil lasst doch Zeit, ne? Also was wir da jetzt rechts vor links Situationen haben. Ist, so, heute Speed tanken. Wie
30 Meilen darüber, das wären 50 km/h. Und mit dem Bus in so einer Kurve mit 50 km/h wäre, glaube ich, nicht so gesund. Bitte nicht explodieren, liebe Tankstelle, das wäre super. So, wir sind. Wir sind zu weit weg. Tankstelle nicht explodieren. Ja. Aber wir sind immer noch zu weit weg, oder? Kann das sein? Ja. Das geht ganz gut. Tschüss. Wiedersehen. Ach, schon wieder. Jetzt ist aber viel Verkehr da, das gibt's ja nicht. Also jetzt sind sie alle rausgekrochen, offenbar. Kurz vor 21 Uhr. Ich nehme an, Omega wird so um 22 Uhr beginnen. Das war, glaube ich, immer so. Das ist interessant, was sich das für einen Namen gemacht hat, ne? Aber warum? Warum ist das so begehrt im Vergleich zu anderen Veranstaltungen? Oder ist das die einzige Veranstaltung vielleicht, die so stattfindet? Die so präsentiert wird? Es wäre schon interessant, wenn es einfach eine Bühne irgendwo geben würde, so wie damals beim Knussmann. Am Del Perro Pier zur Eröffnung. Da ist einfach eine Bühne gestanden, wo halt Leute aufgetreten sind und war auch okay. Ja. Da steht schon Tilo mit seinem Kommandobus. Mal kurz Bescheid sagen. Hallo. Na, hi. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, ich habe jetzt drei Fahrgäste nach Palito Bay gefahren, die gehen auf den Mount Chili Hut. Das waren drei Damen. Die werden dann irgendwann zurückkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du fahrst, aber ich habe denen gesagt, sie sollen halt mal anrufen, wenn sie runtergehen. Ne? Ja, vielleicht ist zufällig wer, also auf der Leitstelle, vielleicht ist ja zufällig noch beim Dienst, dass die wieder zurückkommen. Ne? Alles klar. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Heute ist angeblich dieses Omega-Fest, habe ich gehört, ne? Ja, die das gesagt, ist, aber genau, ist das eigentlich sehr wenig los jetzt gewesen in der Stadt, muss ich sagen, für das. Aber vielleicht fängt das auch erst an. Das fängt auch erst um 23 Uhr oder sowas an, ne? War das so, kann das sein. Keine Ahnung. Okay. Aber das ist nichts für mich, da fahre ich über Bus. Ja, für mich ist auch nichts, ne? Ja. Aber mich wundert, dass wir gar keinen Shuttle-Service dafür das zum Beispiel eingerichtet haben, ne? Das ist direkt am Vespucci Beach, also da können die Interessierten auch so hinfahren. Achso, na dann, ja, dann ist klar. Genau. Okay. So. Genau. Das mit den Dings hast du gesehen, die Ankündigung? Ja, ich muss mir das nochmal genau durchlesen. Ist das jetzt auch schon so mit dem Stadtpark, dass wir quasi mit der Nord 1 Stadtpark zuerst anfahren? Mhm, okay, genau. Das ist dann eh auch schon, ja. Ab morgen, 8 Uhr, genau. Okay, so wie wir das quasi besprochen haben letzte Woche, ne? Genau. Okay, ja. Die Links zu den Fabian hast du schon gefunden? Nein, das habe ich nämlich vorher gesehen, das habe mich gewundert. Mitarbeiterinformation steht ja auch so drin, ne? Genau. Aber in der Ankündigungen ist das nicht geschrieben. Also Mitarbeiterinformation einfach dann. Müsste dann da stehen. Ja. Habe ich das nicht dazu geschrieben? In den Ankündigungen habe ich es nicht gesehen. Doch, die Links zu den neuen Link findet ihr in den Mitarbeiterinformationen. So, okay. Alles klar. Genau, gleich der erste Satz. okay. Ja, gut, ich habe das nur überflogen. Ja, du musst schon genau. Ich lese mir das jetzt eh nochmal genauer durch. Das. Alles klar. Okay. Gut. Na gut. Dann viel Spaß beim Lesen und beim Angucken und dann schönen Feierabend dir. Ja, auch, also schöne Fahrt und schönen danke. Dienst. Bis denn. Tschüss. Ciao. So. Ich wollte mir das wirklich jetzt nochmal durchlesen, weil. Hat ja keine Zeit, wenn man in Dienst kommt. Da muss man ja schnell fahren und schauen, welche Busse man fährt. Da kann man sich nicht alles genau durchlesen. Laut DOL bei der Einreiseinfos sagen. Was? Ach so, die haben jetzt andere Öffnungszeiten. Die UL soll bis 0 Uhr geöffnet haben. Ja, genau. So. Also da steht, seht ihr, die Links zu den neuen Plänen findet ihr in den Mitarbeiterinformationen. Also, die hätte man aber auch gleich einfügen können, ne? Aber da steht zum Beispiel jetzt nicht drinnen, dass das jetzt so, ne? Jetzt ist mir eh nicht eingefallen, dass mit Rockford Hills, oh ja, da steht eh da. Der längere Fahrtweg zwischen DOL und Rockford Hills, ehemals Rockford Hills Süd, bleibt bestehen.
Okay, genau. Ich wollte mir jetzt nämlich die Fahrpläne anschauen, ob das so gemacht worden ist, dass Rockford Hills wirklich wegfällt, eine Schaltestelle. Das heißt, statt Rockford Hills Süd heißt die Stelle... Guten Abend. Abend, hallo. Ich bin der neue Kollege, der Matthew. Ah, hallo. Bist du heute eingestellt worden, oder? Nee, vorgestern schon. Aber, achso, vorgestern. Ah, willkommen. Genau. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du gerade Thilo verpasst. Bist du jetzt quasi zur Ausbildung? Ja, genau. Ich bin gerade wach geworden und wollte mal vorbeischauen. Okay, weil ich gehe jetzt auf den Dienst. Ich bin jetzt auch 2 Runden gefahren. Ja. Aber Thilo ist jetzt gerade unterwegs, nämlich. Der ist jetzt gerade mit dem Citybus unterwegs. Ah, okay, gut. Das heißt, mit dem kannst du eventuell dann mitfahren noch. Weil ich nehme an, dass er mehrere Runden fahren wird. Mhm. Na gut, alles klar. Hast du schon den Busführerschein? Nee, alles da gar nicht. Da also kannst du eh nur mitfahren derzeit, ne? Ja, richtig, genau. Na, sehr schön, ja. Oh. Wie war dein Name denn nochmal? Max Namen. Max. Hallo Max. Also jetzt wird es ja mal eine Weile dauern, bis du dich hier eingelebt hast, ne? Ja, das denke ich mal. Was du die Strecken dann auswendig kennst. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile brauchen, ja. Es sind ja wieder viele Kollegen eingestellt worden, offenbar. Jetzt muss ich mal wieder die Nummern einspeichern. Das ist immer wieder schwierig. Das habe ich gerade im Hotelzimmer auch schon gemacht. Das war ein Batzen Arbeit, alle Nummern einzutragen. Ja, beim ersten Mal ist das wirklich stressig, ja. Ja, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Das stimmt wohl. Ich habe das jetzt, glaube ich, vor einem Monat das letzte Mal gemacht, aber es ist wieder so viel Fluktuation gewesen. Es sind viele gegangen und neue gekommen, ne? Das ist dann wieder, muss man das wieder aussortieren. Ja, das stimmt wohl. Müsste ich mir eigentlich die alten rauslöschen, aber das denke ich auch nicht dran. Manchmal werden die alten, die gekündigt worden sind, auch wieder eingestellt, ne? Ja, das stimmt wohl. Mal wieder. Genau. Naja. Na gut, sind denn viele Kollegen im Dienst aktuell? Nein, das ist jetzt nur Thilo im Dienst. Ich gehe jetzt aus dem Dienst. Das stimmt wohl. Es war auch keiner jetzt eingetragen. War mal kurz zu Schichtplan. Wo kann ich denn sehen, wer eingetragen ist? Das habe ich auch noch nicht ganz herausgefunden. Ja, wenn du das RDP aufmachst, also ich nehme an, du bist schon freigeschalten für das alles, ja, ne? Ja, richtig. Genau, Bestellungen. Bestellungen, ja. Und da müsste ganz oben stehen Schichtplanung und Fahrtenbuch. Oh ja, das genau sehe ich. Genau, und da hast du diese Punkte, ne? Also gleich das erste ist das, die Vorschau, die Schichtplanung. Mit diesen grünen, gelben, blauen und orangenen Punkten. Und die Dienstnummer daneben, ne? Also das ist jetzt zum Beispiel um 21 Uhr. Das ist jetzt, da ist 01 mit grün eingetragen, ne? Ja, richtig. Das heißt, er fährt sicher um 21 Uhr mit dem Bus. Und das ist 0, hier grün 1. Heißt. Grün heißt quasi, dass man sicher fährt. Gelb würde heißen, dass man eventuell fährt. Und in deinem Fall, du bist halt Auszubildender, du kannst dich nur derweil für Ausbildung eintragen. Das ist das Blaue. Ist blau, ja, gut, alles klar. Das heißt, du kannst dich jetzt schon mal dazu tragen, wenn du weißt, du fahrst ab 21.30 Uhr oder du möchtest ab 21.30 Uhr irgendwo mitfahren, dann kannst du dich mit 21.30 Uhr mit deiner Dienstnummer hier rechts neben Thilo eintragen, also neben der 01 in dem freien Feld, das rauskopieren quasi, deine Dienstnummer und mit blau. Das Blaue musst du auch rauskopieren, das ist eh oben, ne? Genau. Was hast du jetzt für eine Dienstnummer? 23. Die 23, ne? Richtig. Matthew McTavish. Ah, guck mal, hat funktioniert. Ah, sehr gut. Dann sieht nämlich Thilo, das kannst du auch schon immer vorher machen, wenn du am Tag vorher schon da bist und weißt, du willst jetzt quasi am Abend fahren, dann kannst du das vorher schon eintragen, dann sieht halt derjenige, der um die Zeit fährt, dass dann noch ein Auszubildender mitfahren möchte, zum Beispiel, ne? Muss man aber nicht unbedingt, das ist nur, wenn man es vorher weiß, tragt man es vorher ein, wenn nicht, dann tragt man es eben ein, wenn man gerade in den Dienst kommt, ne? Na ja, gut, macht Sinn. Ist klar. Heute Morgen war ja wirklich weit los hier. Ja, Vormittag sind die gut gefahren. Jetzt ist keine außer mir im Dienst gewesen. Aber ich bin jetzt auch nur 2 Runden gefahren. Ich dachte schon, du wärst aber das. Aber ist man ja hier ein wenig flexibel, was das Arbeiten angeht, oder nicht? Ja, das ist recht gut. Also es gibt keine Vorgaben, wann wer fahren muss. Aber man sollte halt regelmäßig in den Dienst kommen und regelmäßig fahren. Also man sollte jetzt nicht eine Woche nicht fahren und oder das könnte zum Problem geben, wenn man sich nicht vorher abmeldet. Ja, richtig. Aber sonst ist das kein Problem. Ne? Es gibt Leute, die fahren nur in der Nacht, glaube ich. Zumindest hat es das früher mal gegeben. Es gibt Leute, die fahren nur am Vormittag.
Ich fahre meistens nur am Abend um diese Zeit herum. Und jetzt im Sommer ist auch generell weniger los gewesen, ne? Mhm. Ja gut, Urlaub und so, ne? Ja, genau. Genau. Na gut, okay. Das mit dem Einstempel, wie funktioniert denn das genau? Das ist bei der Umkleidekabine. Da musst du einfach nur einstempeln, also drücken, dass du in Dienst bist. Wenn du also dich umziehen gehst, dann kannst du dann schon drücken, dass du quasi hier ab dann bist du quasi eingeloggt. Das kannst du also schon beim Umziehen eine Viertelstunde vorher normalerweise machen. Ne? Ja, okay. Du musst dich auch einstempeln, dass du dann Zugriff hast auf das Tanken zum Beispiel. Mit dieser Karte. Ich weiß nicht, ob du die Karte hast du schon bekommen? Ich hab da was gekriegt, ja. So eine ID-Card, mit der man den Bus aufsperren kann, genau. Die ID-Card, die habe ich. Genau, das ist dann mit dem Tanken auch verknüpft. Und dazu muss man halt dann eingestempelt sein. Und auch mit dem Funk, das haben wir jetzt erst seit 2 Wochen oder so, da musst du auch eingestempelt sein, damit das Funkgerät funktioniert. So, das ist so fahrzeugspezifisches Funkgerät oder was? Genau, ja, das ist auch mit dieser ID-Karte verbindet sich das automatisch dann, aber nur wenn du eingestempelt bist. Das geht dann nur im Auto, oder Funk kann man nur im Auto, genau. Okay. Sieht man irgendwo, ob man eingestempelt oder wer alles eingestempelt ist oder. Na, man sieht jetzt, ich nehme an, da ist jeder freigeschaltet. Also ich habe hier links auch diese Zeiterfassung hier beim RDP. Ja. Da sehe ich halt, dass ich gerade eingestempelt bin. Gut, ich bin nicht eingestempelt, ja. Ja, du musst dich halt dann einstempeln noch. Ne? Das ist wie gesagt bei der Umkleidekabine gleich gegenüber ist so ein Gerät und da kann man dann drücken und dann passt das. Alles klar. Und dann musst du dich halt wieder ausstempeln, wenn du dann außer Dienst gehst. Quasi wieder beim Umziehen. Also immer beim Umziehen einfach ein- und ausstempeln. Ne? Ja, nee, macht Sinn. Klar. Ja. Okay. Muss man jetzt auch nochmal was durchlesen, weil jetzt hat es da Änderungen gegeben. Ab morgen ist ja der Fahrplan wieder anders, ne? Da hat der Thilo geschrieben, ab morgen ändern sich ein paar Haltestellen auf der City 1. Und die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert, ne? Wollte ich mir das noch schnell durchlesen. Aber du kannst dann wahrscheinlich ab 21.30 Uhr mitfahren mit Thilo, ne? Da kommt dann eh. Um 21.25 Uhr wird er mit der Nordlinie da zurückkommen. Ja. Dann kannst du ihn gleich fragen, ob du mitfahren willst. Ne? Also, ob du mitfahren darfst. Aber ich denke, das ist kein Problem. Weil ein Mitfahren zählt ja auch normal in der Ausbildung als normale Dienstzeit. Ne? Solange du halt noch keinen Führerschein hast und noch nicht selber fahren kannst und noch keine Freigabe hast. Aber das ist eh so gewollt, weil da kann man dann schon mal die Ansagen üben und die Zeiten, die Stationen sich merken und so weiter, ne? Ja. Na gut, dann schon mal danke für die Infos. Ja, sehr gerne. Die 2 Haltestelle Chamberlain Hills, das haben wir schon gesehen. Haltestelle Chumash, Fußgängerbrücke, das hätten wir jetzt schauen müssen, Mist. Aber Fußgängerbrücke wissen wir eh, wo die ist. Bedarfshaltestellen in Chumash Nord. Und eine kommt dazu. Nord 1, Bedarfshaltestelle Chumash Nord. Pacific Bluffs. Längere Fahrtweg Duell, bla bla bla. Rockford Hills Ostfeld weg. Das mit Stadtpark steht da nicht drin, aber wir haben gerade nachgefragt. Einreisender darauf hin, das Venturegramm, ja, eh klar. Jetzt muss ich mir auch die neuen Haltestellen, Fahrpläne mal anschauen. Ja, das ist schwierig dann, ja. Schwierig, wenn sich die Fahrpläne ändern, nämlich, dass man die Zeiten, die man mal auswendig konnte, die muss man dann wieder neu irgendwie sich im Kopf sortieren und sich dran gewöhnen. Fahrpläne ab 8.8. City. Da gibt noch viel durchzulesen hier, das ist alles noch sehr überwältigend am Anfang. Ja, das stimmt. Ja. Gerade diese Mitarbeiterinformation, ne? Da steht dann glaube ich auch bei jedem Rang drinnen, was der zu tun hat, so in der Richtung. Das ja, ist für die Abläufe wurde, ja, genau. Wurde auch gesagt, ich soll mal durchlesen, ja. Ja, genau. Da das kannst du dich aber auch einstempeln dafür, ne? Na gut, dann mache ich das doch gleich mal. Also das ist kein Problem, da kannst du dich einstempeln. Ich muss eigentlich später auch noch immer mal zum DOL, also das hat man mir auch mal nahegelegt, dass man langsam reden sollte. Ach so, okay.
Naja, hab ich auch noch nicht hingekriegt. Also wegen Anmelden, was du jetzt hier arbeitest? Ja, richtig. Ah, okay. Genau. Ich glaube, die haben jetzt immer bis 0 Uhr offen, habe ich gelesen. Da hat Kate was in die Ankündigungen geschrieben. Die haben neue Zeiten offenbar. Jo, habe ich gerade gelesen, genau. 16 bis 0 Uhr stand da, glaube ich, gerade. Oder kannst du vielleicht auch Tilo gleich fragen, dann kann er dich dort aussteigen lassen und dann kannst du quasi bei der nächsten Runde wieder einsteigen eventuell. Ja, das wäre natürlich eine feine Sache. Weil das ist ja normal auch Dienstzeit, weil ich war damals auch in der Dienstzeit beim DOL, kann ich mich erinnern, wie ich eingestellt worden bin. Oh, ja, guck mal, nee, dann frage ich ihn gleich direkt mal. Ja. Das wäre natürlich eine feine Sache. Ja. Gleich alles in einem Aufwasch quasi. Das wäre natürlich super. Na, ganz blöd gefragt, wo ist denn hier eigentlich die Fahrschule? Das habe ich immer noch nicht gerafft. Die Fahrschule ist beim Yachthafen. Das ist hier bei uns die Haltestelle Puerta del Sol, hat sie früher geheißen. Die heißt jetzt La Puerta. Das ist am Strand unten in der Nähe, ne? Das ist beim jetzt. Flughafen. Man fährt jetzt mit der Citylinie, kommt man dann nach dem Flughafen dann hin, ne? Und da ist so ein Highway und dann kommt hier nach dem Flughafen auf der linken Seite ist dann so ein Yachthafen und dort am Yachthafen ist die Fahrschule. Ach da, alles klar. You dude. So, dann will ich mich mal einstempeln und ich nicht weiter von deinem Feierabend abhalten. Ich muss mir noch was durchlesen, ich schau mal gerade den Fahrplan an. Gut, wir müssen auch in der Bahn wieder. Will ich auch dann gehen. Okay. Well. Ja, musst du halt alles durchlesen. Der neue Kollege, der mich da voll labert. Nein, ist eh super, wenn der Sachen wissen will, natürlich. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur mal mir diese neuen Sachen durchlesen. Jetzt habe ich den Plan nicht mehr. Wo ist denn jetzt der Plan? Verdammt. Da. La Puerta, Vespucci Beach, Vespucci Kanäle, was sind die Zeiten? City 1, ZOB, okay. Stadtpark. Und Nord 1 fährt auch jetzt am Stadtpark. Sehe ich da nicht, weil das der Cityplan ist, verdammt. Rockford Hills, also bis Flughafen ändert sich nichts. Dann La Puerta, Little Soul, Vespucci Beach, Vespucci Kanäle, Rockford Hills. Ist jetzt Rockford Hills Süd, ändert sich auf Rockford Hills und Rockford Hills Ost. So, jetzt bin ich eingestempelt. Ah, sehr gut. Das ging ja auch sehr unkompliziert. Ja, das geht relativ einfach, ja. So, er muss jetzt aber noch einen Schlüssel geben lassen für mein Spind. Hast du schon eine Nachricht bekommen, dass ich einen wohl bekommen habe, aber. Ach so, ja, das. Ich denke, da brauchst du ja einen Schlüssel dafür. Oh, ich weiß nicht, ob das nicht auch mit der ID-Card funktioniert, weil ich habe selber keinen separaten Schlüssel. Ah, okay. Ich frag da gleich mal nach. Ja, genau, am besten nachfragen. Es kann sein, dass er dich. Ich glaube, der musste dich deinem System freischalten oder so, ne? Ich habe schon eine Nachricht bekommen, eine SMS von. Wie hieß er? Martin, genau. Achso, Martin Marcela, ja, das ist der zweite Geschäftsführer, genau. Genau, dem habe ich auch gerade noch was geschrieben, aber da kam noch nichts. Achso, ja, gut. Ja, gut, der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht im Dienst sein, nehme ich an. Weiß ich aber nicht. Das erfahren wir meistens gar nicht, wenn der von der Controlling beim Dienst ist. Oder von der Geschäftsführung. Und die im Office quasi sind, dann tragen sich die ja gar nicht ein oft. Ah ja, so. Ah, das stempelt. Ja gut, das sieht doch gut aus hier. Gut. Gibt's da immer eine Auflistung der ganzen Haltestellen? Ja, das ist auch jetzt gleich im. Das ist das, wo ich hier schon schaue. Bei den Mitarbeiterinformationen, das ist hier auch bei Bestellungen, ne? Okay. Und da hast du ganz unten, da ist ganz unten, das sind jetzt zweimal die Fahrpläne für Nord und City. So ein Link zum Rauskopieren. Und jetzt gibt es halt einen, für der bis heute noch gilt und ab morgen um 8 Uhr gilt dann schon der neue. Das sind die unteren zwei, ne? Mhm, ja, ich sehe es. Halt natürlich blöd, weil gerade die Umstellung ist für dich ist ein bisschen kompliziert dann wahrscheinlich. Aber es fällt ja, halt im Endeffekt. Ich glaube, ist doch vielleicht sogar besser, oder nicht, wenn ich mir den richtigen, also den alten nicht merke und dann genau, mit dem neuen starte. Das wäre auch, glaube ich, sogar einfacher. Stimmt, ja. Jetzt fällt eine Station auf der City-Linie weg, das ist Rockford Hills. Da hat es früher zwei gegeben und da gibt es jetzt nur mal eine. Und dementsprechend ändern sich ein bisschen die Zeiten.
Aber mehr sehe ich eh gerade, ändert sich nicht um die Haltepunkte, aber das lernst du dann eh wahrscheinlich dann neu. Schau mal, ob sich noch irgendwas Wichtiges geändert hat auf der City-Linie. Schaut nicht so aus. Insgesamt dürften wir jetzt eine Minute dazu bekommen einfach. Also eine Minute mehr Pause dann hier am Bahnhof. Muss ich mal noch die Nordlinie kurz anschauen. Weil da kommt jetzt, glaube ich, mindestens eine Haltestelle dazu. Mhm. Ja, da. Und man fährt jetzt auch wieder am Stadtpark zuerst. Ja, das passt auch. Die Zeiten ändern sich natürlich dann wieder auf eine Minute später. So wie es früher war. Alito Bay Nord und Süd bleibt. Und dann kommt Nord Chumash dazu. Und Pacific Bluffs. Aber das sind nur Bedarfshaltestellen, okay. Ja, interessant. Na gut, aber allzu viel ändert sich dann zum Glück eh nicht. Außer dass eine Haltestelle auf der City-Linie wegfällt. Hm. Na gut. Mal schauen, was da steht bei den Ankündigungen. Da muss man immer schauen bei den Ankündigungen auf der Startseite, ne? Im RDP. Da schreiben die Geschäftsführung und auch andere Leute schreiben da immer wichtige Sachen rein. Da muss man halt immer, wenn man in Dienst kommt, am besten schauen, was da geschrieben worden ist. Die letzten 3-4 Einträge. Den Rest bekommt man dann eh so mit. Ponzenbüss. Dann schreibt man ein bisschen anders. Das Geschäft. Stehen ja, der Rockford Hills fällt weg. Rockford Hills Ost fährt weg. Achso, und dann fahren wir die andere Straße durch. Verstehe. Hm, schwierig. Alles in Textform ist halt immer blöd. Und eine andere Statuswerbung. Na gut, ja. Na sehr gut. Na gut, dann habe ich mir das auch durchgelesen und ich werde jetzt auch in den Feierabend gehen. Hast du noch gar keine Uniform bekommen wahrscheinlich, also Dienstkleidung? Doch, genau. Die soll wohl im Spind liegen, wurde mir gesagt. Achso, du kommst nicht in den Spind, ja stimmt. Genau. Okay. Wollte jetzt mal abklären. Genau, ja, vielleicht macht Thilo dann eh mit dir gleich, anstatt er die Runde fahrt, dass er dich da freischalten lässt und so. Musst du mal gleich sagen, dass dann... dass du da nicht reinkommst und so weiter und dass du noch zum Duell musst. Mhm. Vielleicht kann er das machen. Genau, vielleicht könnte er das dann gleich erledigen. Ich bin damals halt mit dem Auto, ich hatte das Vorstellungsgespräch mit Thilo und bin noch einem Mitarbeiter, der nicht mehr da ist. Aber der zweite Mitarbeiter ist dann mit mir am ersten Tag mit einer Kollegin, die eingestellt worden ist, an dem Tag zum Duell gefahren und hat das alles erledigt. Ne? Ja, das ist natürlich super. Das war halt alles Dienstzeit. Also. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das genauso funktionieren wird. Hoffe ich halt. Ja, hoffe ich auch. Ja. Mal gucken. Du müsst ja dann gleich hier ankommen, ne? Ja, um 25 sollte der planmäßig hier sein, genau. Boah, sind ja auch 5 Minuten. Ja. Wenn man bei die Hotline übernommen hat, ja. Okay, na gut, ich gehe mich umziehen und fahre dann nach Hause, ne? Gut, alles klar, dann schönen Feierabend. Ja, danke, schönen Dienst. Danke. Ciao. Tschüss. Ui, das ist von der Stimmlage her der Kollege, ne? Der spielt den Charakter, glaube ich. Ich glaube, der spielt diese tiefe Stimme nur. Das hört sich zumindest so an. Das heißt, er muss die Stimme ziemlich drastisch nach unten verstellen. Und das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Das könnte ich nicht machen. Und ich stelle quasi auch meine Stimme höher mit Max, aber nicht so, dass das jetzt unnatürlich wäre für mich oder dass das anstrengend für mich wäre, sagen wir so. Aber das hört sich anstrengend an, so wie er den Charakter sprechen muss.
Weil wenn man dann längere Sätze, wie bei der Einreise zum Beispiel, Einreiseinformationen geben muss, wo man quasi die ganze Busfahrt überreden muss, stelle ich mir das ein bisschen anstrengend vor. Hose und Laufschuhe. Und ausstempeln. So, jetzt haben wir sich das durchgelesen. Ching. Auch nur nebenbei, weil der Kollege da uns reingeredet hat. Kann da nicht in Ruhe sich was durchlesen, aber müssen natürlich jungen Kollegen da auch sagen, was hier Sache ist und erklären, wie das funktioniert und so weiter. Ist ja auch völlig klar. So. Ja. Aber wir gehen in den Feierabend und hoffen, dass unser Fahrrad noch da, unser Auto noch da steht. Bin gar nicht gewohnt, dass wir ein Auto haben. Naja, steht noch da. Mal nicht vom Rotation Bug betroffen. Aber das Motorrad ist jetzt weg nach so langer Zeit. Verdammt. Wo ist das hin? Ich hätte Tilo fragen können. Nicht, dass die das abgeschleppt haben, aber ich denke nicht, dass die da Autos abschleppen. Oder Motorräder. Dann muss ich morgen in den Support. Das Motorrad immer da gestanden ist bis gestern und dann war es plötzlich weg. Heute. Naja. So, dann werden wir schauen, wo wir das Auto hinstellen. So, Silent Auto. Man hört nichts. Also der Motor erst ab, weiß ich gar nicht mehr, ab 30 Meilen einschaltet. Mal schauen, ob Tilo pünktlich ist. So viele neue Kollegen, was da eingestellt worden sind wieder. Das dachte ich mir schon vorige Woche, sind so viele Leute schon eingestellt worden. Dass jetzt wieder Aufnahmestopp ist, weil Tilo mal gesagt hat, wir nehmen nicht mehr als 25 Leute. Das war vor 2 Monaten noch das Aktuelle. Warum auch immer. Aber ich denke, das ist jetzt wieder vorbei. Also ich muss noch eintragen für morgen Dienstbesprechung, obwohl ich das morgen auch machen könnte, aber darf es nicht vergessen. So, wir sind auf der Heimatstraße. Hupe geht. Der Parkplatz wäre da. Da bin ich jetzt gespannt, wenn ich das hier abstelle. Und schauen, wo man da offiziell überhaupt reinfahren kann. Aber es gibt noch einen weiteren Parkplatz. Das ist halt die Frage, den Parkplatz hier? Oder den Parkplatz hier? Carport, aber da stehen schon so viele Autos. Das ist blöd, ne? Auch schon alle beschädigt. Da ist wieder so viel Wand. Da ist die Gefahr groß, dass das relativ schnell in die Wand Rotation backt und dass dann wieder alles kaputt ist. Da kann man schon wieder $600 bezahlen. Das ist da vielleicht ein bisschen besser, aber auch nicht gerade optimal wahrscheinlich. Die Fahrräder nähern sich schon Richtung Parkplatz. Da ist wieder die Wand. Der hat sich schon so in die Mitte gestellt, weil er auch dem Rotation Bug entgehen will. Weiß nicht, ob das hier am besten ist. Wird sich zeigen. Wir werden das mal hier abstellen. So.
und schauen, wie lange es da steht. Ich weiß nicht, ob es dieses... Ob es das noch gibt mit dem Spammen, geht ja nicht mehr. Man kann ja nicht mehr spammen. Weil es ja Cooldown gibt, 2 Sekunden. Muss man jetzt noch herumräumen im Kofferraum oder so? Bringt das irgendwas? Keine Ahnung. Ich könnte das alte Verbandszeug übrigens trotzdem drinnen lassen. Ne? Mal 2 drin. Mal da was reinstellen, vielleicht ein Wasser drin lassen, damit das... Naja, aber ich glaube, das bringt alles nichts. Naja, werden wir sehen. Motor ist jedenfalls aus. Ne? Ich schaue jetzt nochmal nach, sicherheitshalber. Nicht, dass dann wieder der Sprit leer ist, aber wir hatten beim letzten Mal auch den Motor abgestellt. Motor gestartet. Motor ausgeschaltet. Aussteigen. Absperren. Fahrzeug abgeschlossen. So. So steht das Auto da. Können wir noch ein Foto machen. Als Beweis. Vielleicht verwende ich das als Thumbnail. Wenn wir schon eins haben. Wo kommt denn die Sonne? Es ist noch immer Sonnenuntergang hier. Wo kommt denn da der Schatten her? So. Dann kann man es vergleichen. Mit der Position vom Auto. Das wahrscheinlich auf der Straße sein wird. Oder keine Ahnung wo. Wenn wir da morgen herfahren. Gut. Ja, das Bikehaus hat sich nicht gemeldet, war eh klar. Wir werden unser Fahrrad, das wir neu gekauft haben, nie wiedersehen. Was ist denn da los? Brechen die auch auf zum Mount Gilead? Fahrradgang hier. Der hat dasselbe Hemd an wie der Kollege gerade. Matthew. Den Namen Matthew habe ich schon öfters mal gehört irgendwo. Ja. Lass also hingehen. Abend. Abend. Also ich bin mir sehr sicher, wenn man jetzt eine Party schmeißen würde, werdet. Wir gehen da mal wieder lieber schnell rauf, weil wer weiß, was sie da vorhaben. Die nächste mit einer hohen Stimme, die das auch offenbar spielen muss. Naja. Gut, dann sind wir schon wieder seit 2,5 Stunden unterwegs. Das haben wir jetzt schon eingestempelte Zeit eigentlich für August. Na, 6 Stunden, schon 7 Stunden quasi. Das heißt, schaut nicht so schlecht aus, ne? Erste Woche 7 Stunden. Das heißt, 3 Wochen wären 21 Stunden, 4 Wochen wären 28 Stunden, dann wären schon mehr als im Juli. Tendenz schaut gut aus. Na gut. Ja. Eingetragen waren wir auch hoffentlich. Ich kann jetzt aber nachschauen, nicht, dass da irgendwas untergeht. 2 Runden. 2 Runden. Genau. Naja, das haben wir schon eingetragen. Jetzt fährt hier Tilo 01 und die Nummer 23, der Matthew. Wie heißt denn der nochmal? McTavish. Irgendwie kommt mir der Name Matthew so bekannt vor, weil wir hatten mal einen Matthew, der Anwalt war. Und da auch Fahrer, deswegen glaube ich. Dachte ich schon, der wäre zurück oder so. Aha. Also die Namen jetzt, ne? Die Leute, die ich nicht zuordnen kann. Deimos Moreno. Jacob Wilson. Joe Browning. James Anderson, glaube ich, haben wir letztens gesehen. Derek Clarkson auch. Kedim Kaliaye. Den kennen wir schon, den Phil. Bob Walton können wir eigentlich auch nicht zuordnen, aber wir wissen halt jetzt OC, wer er ist.
Phil Watanabe. Ja, den kennen wir schon. Ja, die sind klar. Matthew McTavish, den haben wir gerade kennengelernt. Philip Watson. Der ist letztes Mal. Nein, den. Der heißt auch Watson. Watson und Walton. Wer hat sich das wieder ausgedacht, ne? Watson und Walton. Zum Glück heißen die nicht beide Philip. Und Doug Davis. Gut, der ist ja hier. Doug Davis ist, glaube ich, einer von diesen Leitstellen-Mitarbeitern. Der einzige offenbar. Den weiß ich gar nicht. Den kann ich, glaube ich, auch nicht zuordnen. Naja, egal. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen wahrscheinlich zu Thilo rüber. Ich nehme an, der streamt jetzt. Weil, wenn er schon fährt und ausbildet und sich hier um administrative Sachen kümmert für den Matthew, nehme ich an, dass er live ist. Genau. Dann werden wir dahin düsen. Und werden wir dann nächste Woche. Nein, morgen ist ja Dienstbesprechung. Werden wir dann morgen zur Dienstbesprechung gehen. Dann muss ich mich da morgen nochmal eintragen. Ja. Und hoffentlich unser Fahrrad zurückbekommen. Irgendwann mal. Oder zumindest funktionierend zurückbekommen. Wir haben das Fahrrad gekauft und das funktioniert halt. Noch nie erlebt, dass es funktioniert. Nee, es ist ein bisschen mühsam. Never ending story. Ja. Aber ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis morgen.